Hallo zusammen, heute wieder geballte Ladung Frauenfußball Abseits Podcast mit meinen Meinungen und dem Expertenkommentar von der Alea. Wichtig, jetzt wenn ihr das genießt, ihr wisst, ihr seid gekommen wegen Frauenfußball, aber ihr müsst auch bleiben wegen Frauenfußball, uns auf allen Kanälen abonnieren, Spotify, Soundcloud, YouTube, aber auch Facebook, Twitter und Instagram. Aber noch wichtiger als uns noch abonnieren ist auch das Teilen. Frauenfußball muss wachsen, wir brauchen mehr Augen auf unseren Content. Talia und ich können nicht mehr als Content produzieren, was es noch nicht gibt. Interviews, Kommentare und so weiter. Aber dann ist es an euch, vor allem auch an den Spielerinnen, an den Mannschaften, das zu teilen, dass wir so eine Spirale gegen oben generieren können, dass es mehr Aufmerksamkeit gibt. Die zusätzliche Aufmerksamkeit wird nicht nur uns zugutekommen, sondern auch den Teams. Weil eben, Valia und ich verdienen mit dem kein Geld. Die Tage, dass wir, wo wir mit wenig Views auf YouTube können, reich werden, die sind endgültig vorbei. Wir machen das wirklich nur aus Liebe zum Frauenfußball und dort. Wäre es cool, wenn ihr das wirklich teilt mit den Leuten, die ihr kennt, wo ihr wisst, hey, look, die interessiert sich für Frauenfußball. Oder wenn ihr in einem von unseren Videos drin seid, einer von unseren Interviewpartnern seid, teilt das doch bitte auf euren Channels, dass wenigstens eure Kollegen mal sehen, wie ihr euch auch professionell gebt. Weil es ist ja etwas für euch. Ihr seid gut in dem und wir wollen das zeigen, wie gut dass ihr in dem seid. Und wegen dem ist es wichtig, dass wir hier einander helfen. Weil Talia und ich können auch nicht mehr als uns schon jetzt zwei Teile zum jeweils mitkommen. So, Talia, nachdem ich jetzt hier schon fast gebettelt habe um Aufmerksamkeit, wie geht's dir? Mir geht's gut. Neue Start in die neue Woche. Wochenende gut überstanden, immer zu kurz gewesen. Ja. Das war immer so schön. Reden wir gerade über dein Wochenende. Die Saison ist fertig, also die Hinrunde. Ja. Und ich habe gesehen, ihr habt genial angefangen und jetzt ein bisschen traurig aufgehört, sei es gegen den FC Sempach. Beim FC Sempach ist Anna Kaufmann verabschiedet worden. Das ist eine alte Bekannte von mir. Anna und ich haben in der Kante zusammen Theater gemacht. Ich habe es sehr schön gefunden, dass sie immer noch shootet. Und wieso hat es bei euch jetzt nicht gelangt, um den ersten Platz zu haben? Ja, grundsätzlich war die Ausgangslage eigentlich so, dass wir die vermeintlich starken Gegner Anfang der Saison hatten, die auch können schlagen. Wir haben einzig gegen Winterthur, der aufgestiegen ist, wo wir schon mal kurz darüber geredet haben, verdiente Niederlage eingefahren haben, aber sonst eigentlich sehr souverän gewesen sind. Und jetzt gegen letzte Woche gegen FC Appenzell und jetzt das Wochenende, wo war, gegen den FC Sempach, haben wir gegen die Tabellenletzten gespielt. Und wir hatten beide Spiele recht Mühe mit der kämpferischen Einstellung. Es sind beide Teams sehr aufopferungsvoll gespielt. Haben eigentlich so ziemlich alles in die Waagschale geworfen, was sie können. Und wir sind in beiden Spielen nicht so gut gestartet. Wir sind eigentlich vor allem auch in der Defensive ab und zu gerade auch über die Mitte anfällig waren, weil wir bis jetzt eigentlich in dieser Saison gar nicht waren. Wir waren defensiv sehr kompakt immer gewesen, haben am wenigsten Gegengol bekommen und das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Und jetzt kann ich eigentlich nicht genau sagen, warum, aber in den letzten zwei Spielen hat das irgendwie nicht mehr ganz so harmoniert wie auch schon. Und dann durch die jeweiligen Gegengol, die wir relativ früh bekommen in den jeweiligen Spielen, ist es doch sehr hektisch geworden. Wir waren nicht mehr so klar im Angriff nach vorne. Wir haben gegen Appenzell vor allem sehr viele Chancen kreiert. Dort ist unser grosser Manko, weil uns aber schon seit Anfang der Saison verfolgt, ist die Chancenauswertung. Auch schon letzte Saison. haben wir in Appenzell unsere Chancen nicht verwertet, sind dann auch, da sind wir wieder mal in den Konter gelaufen und so eigentlich das Spiel dann verloren. Jetzt gegen Sempach haben wir immer in den Ausgleich geschafft in der zweiten Halbzeit. Das ist eine Leistungssteigerung, hat stattgefunden in der zweiten Halbzeit. Wir sind sicher die beste Mannschaft gewesen, fußballerisch in der zweiten Halbzeit. Aber in dem Spiel ist es uns nicht so zu 100% gelungen, um wirklich saubere, klare Chancen rauszuspielen. Es ist so ein bisschen, bis vor dem 16. ist es einigermaßen gegangen und dann sind die letzten Pässe nicht angekommen. Die Flanken sind nicht angekommen, da nehme ich mich nicht raus, absolut nicht. Sicher nicht eine meiner besten Leistungen gewesen. Und dann ist es bei dem 1-1 geblieben. Sehr enttäuschend gewesen für uns. Wir hatten eigentlich andere Ziele gehabt, jetzt für die Winterpause zu gehen. Jetzt müssen wir uns momentan mit dem zweiten Tabellenplatz begnügen. Wir haben jetzt aber sicher Zeit, um an diesen Sachen zu arbeiten, um unsere Ziele auch für die Rückrunde noch mal klar definieren, als Mannschaft noch mal zusammenzukommen. Und
ja, mit dem Trainingslager, das dann kommt, Anfangsjahr und so. Ja, hoffe ich, wir schaffen eine gute Ausgangslage. Ja, du hast, das wissen die Leute vielleicht nicht, bei euch darf man fliegend wechseln, was ein völliger Humbug ist. Die Person, die auf die Idee gekommen ist, ist bescheuert. Das ist schon in der Drittliga bei den Herren bescheuert. Weil die Drittliga ist halt dort, wo es halt nicht Plausch ist und du musst halt einfach mögen. Und du hast erzählt, der Scott Chipperfield glaubt gar nicht an das Konzept. Ja. Und tut nicht fliegend wechseln. Ist das echt, kann das echt mit ein Grund sein, warum wir jetzt hier in diesem Spiel Mühe hatten? Ja, es ist natürlich schon so. Wir haben jetzt auch gesehen, am vergangenen Samstag gegen Sempach, ja, der Gegner, je nach Spielverlauf, kann ein Gegner natürlich das schon zu seinem Vorteil nutzen. Sag ich jetzt einmal, man kann den Spielfluss sehr stören, wenn man alle paar Minuten dann wechselt. Und das ist dann auch gegen Ende des Spiels, hat das eher zugenommen auf Seite von Sempach. Es sind sehr viele Wechsel stattgefunden, immer wieder Spielunterbrüche und so. Also wirklich, der Spielfluss ist nicht so aufgekommen. Es wäre jetzt ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen geküchelt, wenn man jetzt das nur auf das schieben und sagen, das hat jetzt unser Spiel kaputt gemacht. So ist es nicht, aber grundsätzlich bin ich schon auch der Meinung, es ist sinnfrei, so etwas auf Erstliganiveau überhaupt einzuführen, seitens SFV. Ich bin der Meinung, der Schweizer Fußballverband redet immer davon, dass man möchte Frauenfußball professionalisieren, dass man möchte Frauenfußball vorwärts bringen. Und wenn du dann in der dritthöchsten Spielklasse, jetzt mal abgesehen von vom Juniorenbereich, in der dritthöchsten Spielklasse so ein System einführst, wo ähnlich wie an einem Grümpelturnier ist, dann nimmst du eigentlich Professionalität raus. Und das finde ich persönlich sehr schade, weil ich bin der Meinung, ja, gerade auch wenn man nachher, wie jetzt zum Beispiel bei mir, eine Mannschaft ist, die Ambitionen hat und wo eigentlich den Aufstieg plant in die Nazi B und an dem arbeitet, ja, so funktioniert Fußball. Das sind die Regeln im Fußball sind, du hast 3 Auswechselspieler fertig. Und ich bin da sehr zwiegespalten, was das Thema anbelangt. Ich hoffe, dass sich der Verband vielleicht da nochmal hinter sind und das allenfalls auch auf eine nächste Saison anschaut und vielleicht allenfalls auch anpasst. Weil ich bin der Meinung, wenn man Professionalität möchte reinbringen, dann sollte man keine Spezialregeln müssen aufstellen für den Frauenfußballer, wie auch das in der ersten Liga. Strafpunkte vor dem direkten Torverhältnis oder Direktbegegnungen anschaut, als wertend, wenn Punktgleichheit herrscht. Das sind alles so Sachen, die ich finde, machen zum Frauenfußball noch mal ein Stück schwerer, um wirklich auch so ernst genommen zu werden, wie man es verdient hat. Mich nimmt es Wunder, ob das mit den Strafpunkten auch parallel wie das mit den Auswechslungen vom Herrenfußball kommt. In der Drittliga, wenn du mal Drittliga gespielt hast oder in einer Drittliga-Match zuschauen, weißt, dass das mit den Strafpunkten nicht einfach so von ungefähr kommt. Die Leute holzen. Also gut, mittlerweile ist die Drittliga, glaube ich, auf Niveau von der zweiten Liga regional oder interregional, wo ich damals noch in die tiefere Liga geschafft habe. Aber die Leute holzen. Das ist ein reines Foulspiel, ist recht körperlich betont. Du hast oft Spieler, die vielleicht technisch weiter rauf möchten kommen, aber weil sie körperlich in der Drittliga keine Chance haben, werden sie gar nicht gesehen von Beobachtern. Und bei den Frauen ist das halt wieder so ein völliger Humbug. Vor allem, erklären wir mal die Strafpunkte. Ich schaue auf diese Tabellen und ich sehe, ihr habt 3. Heisst das, ihr habt 3 gelbe Karten gehabt? Genau. Also es wird so gewertet, dass die gelbe Karte als ein Strafpunkt zählt. Wir haben bis jetzt in der Vorrunde 3 gelbe Karten geholt in all diesen Matchen. Das ist eigentlich verhältnismäßig nicht so viel. Wir sind jetzt aber bei uns zum Beispiel unserer Tabelle, wo 12 Mannschaften aufgelistet sind, minus eine, weil sich der FC Grossau zurückgezogen hat. Also 11, die aktiv teilnehmen an der Meisterschaft, sind wir eher vorne dabei mit 3 gelben Karten in 10 Spielen. Ja, also ich würde den Ansatz vielleicht noch verstehen oder würde sagen, der könnte noch sinnvoll sein, wenn wir wirklich uns in einer Situation befinden, wo man sagt, es ist sehr unfair, es werden sehr viele grobe Fouls begangen. Dann wäre ich absolut beim Verband und müsste sagen, ja, das macht Sinn und das ist vielleicht eine Massnahme, um das eindämmen. Aber ich würde gerade behaupten, gerade auch bei uns und auch weiter oben, es ist doch sehr fair, es gibt wenig Platzverweise, es gibt wenig brutale Fouls. Frauenfußball ist sehr fair und was mich nervt ist, Schiedsrichter im Frauenfußball sind nicht sehr gut. Das muss ich einfach so sagen, sage ich also blank. Ich
bin am Wochenende Basel gegen Zürich schauen, zu dem später etwas. Aber ich habe dann mit Laura, die für Zürich.ch den FC Zürich jeweils begleitet, letzte Zeit dann auf der Heimfahrt noch geredet und habe ihr gesagt, dass oft nicht richtig gepfiffen wird im Frauenfußball. Und sie hat das wenig verstehen, weil sie das auch nicht in Relation kann setzen kann. Aber es gibt ganz klare Sachen, die einfach klar müssen Karten geben müssen. Es gibt bei den Frauen keine Karten. Es gibt Sachen, die dunkelorange sind und keine Karten geben. Oder ich meine, ein gutes Beispiel ist Champions League, zu dem kommen wir auch gerade noch. Aber die Lorena Baumann in Zürich gegen Bayern München müsste vom Platz gestellt werden. Das ist nicht kritisch oder böse der Lorena gegenüber. Sie hat einen richtig schwierigen Match gehabt. Aber ein recht dunkelorange Foul begangen gegen Lynn Berenstein und hat dort Gelb bekommen, zu Recht. Aber sie hat so viele taktische Fouls gemacht, die keine Gelbe gegeben haben. Es gibt so viele taktische Fouls in diesem Sport, die keine Gelbe geben. Auch jetzt gegen bei Zürich, oder? Die Kumbasso geht extrem hart mit der Stollen in die Achillessehne der Gegenspielerin. Und es gibt keine gelbe Karte. Es hat zwar in diesem Match mehrere Karten gegeben, aber es hätte noch mehr geben können. Und ich bin nicht ein Kartenaficionado. Ich will nicht, dass es viele Fouls gibt. Ich will nicht, dass man überall Karten gibt, dass man Spielerinnen hemmt nachher im Spiel. Aber manchmal muss halt bei gewissen Sachen Karten geben. Also wir hatten gerade so eine Situation gehabt, jetzt am Sonntag in unserem Spiel gegen den FC Sempach. Es hat zum Beispiel in der ersten Halbzeit eine Situation gegeben, wo dann schlussendlich auch nach dem Match die Situation noch besprochen worden ist und auch die Zuschauer von außen ganz klar gesagt haben, es wäre ein ganz klares Handspiel gewesen im Strafraum von Sempach. Und ja, wenn der Arm da außen ist, dann hat er einfach nichts verloren. Ich habe das von der Mittellinie aus beobachtet, also hast du gesehen, Schiedsrichter ist nicht schlecht gestanden. Gut, man muss vielleicht noch erwähnen, dass bei uns in der ersten Liga der Schiedsrichter allein ist, ohne Linienrichter. Aber eigentlich eine ganz klare Situation, wo nicht gepfiffen wird. Und ich habe manchmal auch das Gefühl, dass im Frauenfußball die Schiedsrichter, die wir haben, vielleicht auf unserem Niveau noch mal ein bisschen extremer wird, auf Nationalniveau. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber sie sind gehemmt zum Karten gehen. Ich habe es auch schon erlebt und ich habe es auch schon erlebt, dass ein Schiedsrichter die Karte vergessen hat. In einem Spiel, wo es definitiv ein paar Karten gebraucht hat. Ja. Ich vergesse, ich bin Volleyball-Schiedsrichter, ich vergesse manchmal auch meine Karten. Ja. Aber ich muss auch selten einen zücken. Im Fußball ist die Karte für etwas anderes da als in anderen Sportarten. Ja. Muss sie haben. Ja. Und ich glaube, das ist vor allem an dem geschuldet, dass dass auch im Schiedsrichtertum an und für sich vielleicht auch nicht genug Wichtigkeit beigemessen wird in der Schweiz und dass man das auch nicht genug fördert. Wir sehen es auch bei uns in unserem Verein jetzt zum Beispiel. Jeder Verein hat ja auch Pflicht zum Schiedsrichter stellen und wir haben extrem Mühe, zum genug Schiedsrichter finden, zum guten Schiedsrichter finden, wo für die pfeifen. Und gerade auch da ist vielleicht ein Input, den man auch mal gegen aussen muss tragen, wenn es Leute gibt, wo das könnte interessieren oder wo sagen, mal, das würde mich reizen, weil ich finde es ein toller Sport und so ein Spiel zu leiten, das wäre etwas für mich. Oder allenfalls auch nur Linienrichter zu sein, in einem Trio spielt pfeifen, sich engagieren für Vereine, für den Frauenfußball allgemein. Dann verfolgt das, geht es an, sprechen mit Vereinen in eurer Umgebung. Und ich kann es eigentlich den Leuten nur ans Herz legen, weil gerade auch wie wir professioneller möchten werden, muss natürlich auch unsere Umgebung professioneller werden und da gehören natürlich die Schiedsrichter auch dazu. Ja, allgemein freiwillige Arbeit ist keine schlechte Sache im Frauenfußball. Auch wer zum Beispiel Juniorentrainer war, ist kurz oder wer gespielt hat mal als Herr, der kann schnell mal in einem Frauenfußballteam helfen. Und zwar in einem kleinen Pensum. Oder ich habe einen Kollegen von Luzern. Er war ein genialer Innenverteidiger zu seiner Zeit. Jetzt ist er Mitte 30. Er wäre immer noch genialer Fußballer, könnte immer noch weiter oben spielen, als er gespielt hat. Und ich habe ihm auch mal gesagt, schau, wir bräuchten genauso Leute wie du, die kommen. Weil jemand, der auf Challenge League-Niveau spielen kann, wenn einer in ein Team kommt bei den Frauen, sei es sogar als Nationalteam, dann kann dem viel mitgeben. Bei Spezialtrainings, das gibt es viel zu wenig, oder? Das siehst du viel zu wenig. Und da wäre es aber richtig cool, wenn so Leute sich auch wieder dazu überwinden könnten, dass sie auch zurück
kommen und im Frauenfußball kannst du auch mit Kompromissen eingehen. Und das Coole, und das sagt zum Beispiel Glenn Meyer auch immer wieder, im Frauenfußball siehst du das Resultat. Und du siehst, für was du das machst. Weil der Unterschied ist ganz anders zwischen jemandem, der so viel aufopfert, um sein Hobby zu machen. Und jemandem, wo das Hobby so weit Nummer 1 ist, wo schnell mal aber auch Geld gibt und so weiter. Das ist ganz anders. Ich merke es. Das Einzige, was ich nicht merke, ist das Teilen. Weil dort teilen die Buben, die filmen dann, boah, geil, mein Name steht in der Zeitung. Und die Frauen, von denen kannst du super Interviews machen und die teilen es nicht. Reden wir noch ganz zum Schluss immer noch über dein Team. Du hast ein Privileg, das viele nicht haben. Auch viele Nationalspielerinnen im Moment nicht. Du hast einen Weltklasse-Fußballer als Trainer. Ich meine, ein paar Leute werden lachen, aber Scott Chipperfield hat extrem viele Länderspiele gespielt für Australien, hat Titel mit der australischen Nationalmannschaft gewonnen, hat WMs gespielt, hat Champions League gespielt, hat mehrere Titel mit Basel geholt. Er ist ein Weltklasse-Fußballer. Wie fühlt sich das an? Was ist der Unterschied? Ja, es ist noch spannend, ich habe mir am Anfang gesessen, die Frage gestellt, wo wir erfahren haben, dass der Scott unser Trainer wird, den aber noch nicht persönlich kennengelernt haben. Es war so ein bisschen die Frage, okay, wie wird euch das? Weil ein Spieler von seinem Format habe ich jetzt noch nie so enger, im engeren Rahmen mit mir persönlich dürfen kennenlernen. Und ich muss sagen, es ist eigentlich sehr erstaunlich, weil er ist sehr normal. Sehr umgänglich. Sehr umgänglich, sehr bodenständig. Er ist sehr ein ruhiger Trainer, er ist jetzt nicht einer, der an der Seitenlinie auf und ab tigert und pausenlos kommentiert und Input gibt und so. Was ich eigentlich sehr angenehm finde, weil es auch eine gewisse Ruhe reinbringt. Natürlich, du siehst natürlich die Sachen immer wieder aufblitzen, sei es im Training, wenn er eine gewisse Übung vorzeigt. Ja, wir haben jetzt letzte Woche so einen Fall gehabt, wo er eine halbe Stunde vorhin im Training war, als Training angefangen hat und er hat dann relativ kurzfristig geschrieben, ja, für die wollen, er würde sonst noch ein Abschlusstraining machen vor dem Training, für die Zeit haben. Und es sind dann gleich etwa 6-7 Spielerinnen extra, du wirst dann früher kommen, damit sie einfach noch separat und können ganz gezielt Abschlussübungen machen. Und da kann man natürlich sehr fest auch profitieren von seiner Erfahrung, von seiner fußballerischen Klasse, die er hat. Und ich glaube, er kann aber auch zu einem gewissen Teil von uns profitieren, weil wir sind seine erste Mannschaft als Haupttrainer, er war vorher Assistenztrainer. Wir sind seine erste Frauenmannschaft, das ist sicher auch noch mal ein bisschen etwas anderes, wie bei den Herren oder bei den Buben im Nachwuchs zu arbeiten. Wir geben dem sicher auch einen Einblick, was im Frauenfußball noch hinten drin hinkt. Er hat natürlich den Vergleich auch, wie sie in der Schweiz kann sein als Mann, als Profi. Wie es bei uns ist, sei es, auf Appenzell hat er uns ein bisschen fahren, weil wir zwei Kampfarten pro Saison zur Verfügung gestellt haben. Er hat das auch gepostet auf Instagram. Twitter und Instagram und LinkedIn. Ja. Und es war lustig, er hatte ja schon fast Freude gehabt. Ja. Er war ja früher auch Busfahrer. Ja. Er hat ja auch früher geschafft. Er weiss ja, wie es ist. Er hat ja anfangs seiner Karriere geschafft neben Fußball. Und von dem her glaube ich schon. Also wir können sicher, wir als Mannschaft, jede einzelne Spielerin kann profitieren von seinen Inputs, von seinen Korrekturen. Und ich hoffe dass wir jetzt auch im Winter, weil er hat ja die Vorbereitung von uns eigentlich verpasst, er ist gerade Anfang Saison zu uns gestoßen, dass wir jetzt auch dadurch, dass wir jetzt im Winter wirklich Zeit haben für eine gute Vorbereitung, physisch, fußballerisches Trainingslager mit dem vor uns haben. Dass man das Feintuning wirklich noch mal ein bisschen mehr stattfindet. Und ich habe auch das Gefühl, dass, wenn wir jetzt wirklich auch eine ganze Vorbereitung mit dem haben, er mit uns, er kennt uns mittlerweile, weiss, welche Spielerin wo ihre Stärken hat, wo ihre Schwächen, und dass man dann auch viel gezielter kann dem arbeiten, wie innerhalb von einer Saison halt einfach. Dass es dann für auf die Rückrunde doch noch mal wesentlich alle können einen Schritt vorwärts machen. Und das ist eigentlich so ein bisschen meine Hoffnung, die ich habe. Und ich glaube, da sind wir aber auf einem guten Weg. Du hast ja jetzt noch die spezielle Ausgangslage. Er hat deine Position gespielt, wo er Profi war. Und du bist jetzt eine Spielerin, das kann man so sagen. Sie ist eher unterfordert in der ersten Liga. Du hättest wahrscheinlich Klasse, um in der Nazi B dich zu halten. Und in der Nazi A aushelfen wärst du vielleicht nicht Nummer 1, aber könntest bei Zürich vielleicht nicht, aber bei anderen Teams könntest du mitspielen. Wie viel kannst du profitieren von seiner Erfahrung genau in deiner Position?
ist noch lustig, bis jetzt eigentlich jetzt positionsspezifisch noch nicht ganz so viel, weil unser Fokus jetzt eigentlich mehr auf die Offensive gelegen ist, weil man gemerkt, oder weil er auch schnell gemerkt hat, okay, wir haben zwar Potenzial in der Offensive, aber irgendwo ist dort noch ein Knopf, den man lösen muss, weil es geht noch nicht so flüssig von der Hand, wir schiessen die Goal nicht, wo wir müssen schiessen. Jetzt weiss ich nicht, in den letzten zwei Spielen sind wir defensiv nicht mehr ganz so gut gestanden, wie sonst eigentlich in den restlichen Spielen. Darum hoffe ich persönlich auch, dass wir die Defensive nochmal verstärkt werden, anschauen, damit eben genau in die Frage dann vielleicht auch beantworten kann und sagen, wohl, auf meiner Position habe ich ganz konkrete Anweisungen bekommen, die ich auch umsetzen kann. Bis jetzt ist das noch nicht so zum Zug gekommen. Aber natürlich, es sind mehr auch technische Sachen, es sind vor dem Match vielleicht kurze taktische Inputs. In einem Spiel wie am Samstag hat es geheißen, wir müssen lieber defensiv wieder kompakt stehen, vielleicht nicht ganz so viel in die Offensive mitgehen. Und das sind so die kleinen Sachen, an denen kann man sich orientieren. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass jetzt so ein bisschen die taktische Ausrichtung und so auch ein bisschen das positionsspezifische Training jetzt vor allem in der Vorbereitung im Winter wird kommen. Hat er schon ein bisschen durchblicken, ob er bleibt Ende Saison? Wahrscheinlich mit einem Aufstieg könnte man ihn noch eher überreden, oder? Ja, also er lässt sich da jetzt überhaupt nicht in seine Karten schauen. Er ist wirklich sehr ein zurückhaltender, schwätzt nicht wahnsinnig viel über seine Pläne und über sein Privatleben sowieso nicht. Was ich aber auch irgendwo sehr schätze, weil es gibt auch die gewisse, wie soll ich sagen, die Autorität und so das Respektvolle, der Umgang. Und es ist ganz klar trennt die Rollenverteilung, wir sind die Mannschaft. Er ist der Trainer und da gibt es auch nicht irgendeine Vermischung oder so, was ich sehr schätze, was ich auch gut finde. Darum weiss ich es absolut nicht. Wir hoffen es natürlich alle. Wir sind, ich glaube, bis jetzt kann ich meiner Meinung nach für alle sprechen aus unserer Mannschaft zufrieden. Wie es dann weitergeht, wird er sicher mit unserem Vorstand müssen verhandeln müssen und sie werden sicher auch müssen überzeugend sein müssen. Und ich hoffe, gerade auch aus dem Grund, dass wir eine gute Rückrunde werden spielen und dass wir unser Saisonziel erreichen können. Weil ich glaube, wenn wir den Aufstieg schaffen sollten, dann wäre die Ausgangslage sicher besser, um ihn zu heben. Ja, sind wir gespannt. Ich komme sicher nach der Vorbereitung nochmal mit dem Scott reden, um zu schauen, was er davon hält. Mein Traum wäre ja gewesen, dass ich euch wieder im Cup schaue, in einem Viertelfinale wie letztes Jahr, aber da hat der Verband in der Auslosung anders gedacht. Ja. Nein, müssen wir ihnen da nichts Bösartiges vorwerfen und unterstellen. Wir springen ein bisschen hin und her. Wir gehen vom Nationalen, vom breiten Sport, gehen wir jetzt schnell in die Spitze, und zwar zur Champions League, ganz kurz. Zürich verliert 3-0 in München. Überraschend nicht gross. Zürich hat besser ausgesehen. Hast du etwas vom Match mitbekommen? Ich muss ganz ehrlich sagen, den Match leider nicht live verfolgen. Ich habe natürlich die Berichterstattung darüber gelesen. Ja, es war zu erwarten, dass es sehr wahrscheinlich so wird rauskommen. Wir haben es auch schon im letzten Grund, das haben wir ja schon besprochen, wir haben es auch dort schon gesehen, es ist schon nochmal ein gewisser Qualitätsunterschied ist rum. Und es hat jetzt doch einen riesen Exploit gebraucht ich würde sagen, eher ein schlechterer Tag von Bayern und ein super Tag vom Zürcher Team. Es ist sehr schade, dass es nicht geklappt hat. Ich finde aber trotzdem, auch so, jetzt, wie ich über den Zeitmatch gelesen habe, Zürich hat sich nicht schlecht verkauft. Nein, sicher gut. Sie haben sich gut verkauft und ja, sie haben wieder Punkte gesammelt für die Wertung, wo ihr die Champions League. Das ist extrem wichtig. Ich meine, man muss da wieder einwenden. Letztes Jahr war Zürich besser klassifiziert als der FC Bayern. Und dort hat man es einfach in der Tümmie nicht geschafft, litauische. Ich nehme immer Lettland und Litauen. Ich habe immer das Problem mit denen, weil es halt auch auf Englisch andere Namen hat. Litauische Team, Ginter Universität, wenn man das geschlagen hat, war man gesetzt im Achtelfinale. Und eine andere Sache, die auch aufregt. Man hat auch in der Auslosung Glück gehabt. Ja. Slavia Prag zum Beispiel, wo in der Vorbereitung gegen Zürich hochaus verloren hat, trifft auf ein Rosengard, wo gar nicht mehr das ist, was man mal gesehen hat, und gewinnt. Ja. Also man hat auch dort können mit mehr Glück etwas mehr rausholen. Ja, das ist ja etwas, was wir ja nach dem Weiterkommen, nach dem Erreichen vom Achtelfinal in Zürich, wo wir ja dabei waren im 16. Finale,
haben wir mit den Spielerinnen auch geredet, auch noch neben der Kamera, und haben auch so ein bisschen gefragt, ja, habt ihr einen Wunschgegner, ist da irgendwie etwas rum oder so. Und da hat es schon gewisse Spielerinnen gegeben, die gesagt haben, ja, es wäre wirklich toll. Natürlich ist es auf der einen Seite toll, gegen einen grossen Namen zu spielen und so, gegen Spielerinnen mit internationaler Klasse und so. Das ist natürlich etwas, aber man hat schon gemerkt, der Wunsch wäre schon da gewesen, dass man in der Auslösung ein gewisses Losglück auf seiner Seite hat, damit man allenfalls zum ersten Mal eine Runde weiterkommen könnte. Ist jetzt leider nicht so gewesen, aber ich nehme an, wir werden dann in einem Jahr, in der nächsten Saison, wieder dort an dem Punkt stehen. Und dann vielleicht klappt es dann mal. Ja, ich war dort sowieso angetan von der Haltung von vielen Spielerinnen. Ich sehe den Rund Rosengard, Brøndby oder Linköping. Ja. Die nordischen Vereine, die aber nicht mehr so gut sind, wie sie auch schon gesehen sind. Natürlich der Wunsch, dass Bayern kommt, wegen dem vollen Haus. Ja, 4.376 Zuschauer ist etwas, aber es ist nicht das volle Haus, wo eine Niederlage gegen Bayern München wird wieder wettmachen. Aber es ist klar, du hast halt wirklich gemerkt, athletisch ist der FC Bayern München ein anderes Level. Und vieles ist auch schon an dem gelegen. Denn taktisch und in der Finesse. Ja, auch. Ich habe die erste Hälfte geschaut, am Handy, auf dem Weg nach Bern. Dann habe ich Fußball geschaut, Bern gegen Luzern. Und dann habe ich die zweite Hälfte daheim nachgeschaut. Wenig Leute im Stadion in München, bin ich überrascht. Tote Stille zum Teil. Ich bin ein bisschen irritiert. Aber das ist wahrscheinlich, weil ich auch viele ausländische Fußballübertragungen höre und dort ist der Kommentator nie ruhig. Und in der Schweiz ist ja, kennen sie ja einen Wettbewerb untereinander. Wer an dem Turnier am wenigsten redet, der gewöhnt etwas, was völlig bescheuert ist. Du sollst als Kommentator ja reden. Du sollst nicht seich reden, aber du sollst reden. Aber das ist ein anderes Thema. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, Zürich war in der Spielauslösung nicht so clever gewesen. Dort hat man mich rausholen, was mich dann aufgeregt hat, weil man redet mal in gut wegen dem in der Innenverteidigung, dass sie das machen kann. Aber sie haben ihr gar keinen Platz zum Atmen geben. Und ich denke, wenn die Spielauslösung ein bisschen cleverer bist und halt auch in den Bewegungen, die du hast, cleverer, dann geht es. Ich weiss nicht, inwiefern es clever ist, auch mit falschen Flügeln zu spielen. Patricia Willi und Fabian Hum als falsche Flügel. Das hat jetzt gegen Basel sehr gut geklappt, aber ja, da hätte ich auch vielleicht anders aufgestellt. Ja. Aber eben, das sind alles was und wenn. Und am Ende des Tages hat Bayern das Spiel gewonnen. Ja. Sehr ärgerlich ist, dass Elvira Herzog wieder einen Patzer drin hat. Der hier ist meiner Meinung nach weniger entschuldbar als der in Zürich. Auch wenn der Ball kurz aufschlägt und in Zürich nicht. Aber kannst nicht so eine, aber wie gesagt, wir können Elvira, sie ist sehr gute Goalie. Ich würde sagen, ich darf vielleicht auch an dem Punkt nicht vergessen, sie ist doch noch sehr jung. 18. Ist eigentlich von, sage ich mal, jetzt in Zürich in der Nazia, im ersten Team, ist sie eigentlich von 0 auf 100 Stammgoalie geworden. Sehr ins kalte Wasser geworfen worden. Und vielleicht merkt man da dann eben auch noch so ein bisschen die fehlende Erfahrung oder so ein bisschen die Nervosität, dass man das erste Mal in dem Rahmen mit dabei ist, dass man das erste Mal auf dieser Bühne auftritt und so. Und da ist sicher eine gewisse Anspannung rum. Und sie wird garantiert etwas aus diesen zwei Spielen mitnehmen. Ich glaube, die zwei Gegengol werden sie viel länger verfolgen wie alle anderen. Ganz klar. Und sie wird aber sicher auch ihre Lehre daraus ziehen und etwas lernen. Und das ist auch das, was gerade eine junge Spielerin greifen lässt. Oder? Die Fehler, die man macht auf dem Platz. Und ich meine, ein Fußballspiel besteht aus Fehlern. Sonst würden wir kein Goal sehen, sonst würden wir wahrscheinlich einen langweiligen 0-0-Fußball immer sehen. Der Fußball lebt auch ein bisschen von diesen Fehlern. Und darum ist es, glaube ich, auch wichtig, dass vielleicht gerade in so einem Spiel, wo Zürich ist nicht ausgeschieden wegen diesen zwei Goalie-Fehlern, oder? Und vielleicht ist es gerade gut, dass sie so Fehler können, so Spiel machen und nicht in einem Ligaspiel, wo es dann wirklich knapp ist und man dann wegen so einem Patzer, blöd gesagt, verlieren. Und sie wird sicher können etwas davon mitnehmen, sie wird können wachsen an dem und das ist wahrscheinlich den Schuss am Ende auch für Zürich als Mannschaft sehr wertvoll, weil sie so einen Schritt weitergehen können, wenn sie es annehmen kann. Und ich glaube aber, so wie ich sie persönlich einschätze, als,
als Spielerin auch, als Spielertyp, wird sie das können und sie wird das auch können richtig anschauen und in den richtigen Topf hinein tun und mit dem vorwärts gehen. Für mich ist das alles, was du sagst, einleuchtend. Ich habe eine kleine Sache, die mir nicht gefällt. Ist, alle sagen, ja, sie ist so jung, Ja, aber sie ist so gut, dass die jugendliche Ausrede wie nicht passt. Aber eben, wie gesagt, kein Vorwurf. Sehr interessant habe ich gefunden, ein guter Freund von mir hat mir ein SMS geschrieben nach dem Match. Er hat gesagt, hey, ist dir aufgefallen, nach beiden Goalie-Fehlern ist sie niemand trösten. Und das ist mir aufgefallen, das finde ich schade. Und ich denke, ich muss auch dann ein Fabian Hum, ein Martina Moser, ein Caroline Abbe, wenn keine anderen, dann die drei, das eine sich in den Arm nehmen und sagen, hey, scheisse, es ist gut. Wahrscheinlich ist es gar darüber passiert, aber es wäre schön, wenn so klar in dem Moment das überkommt, weil du hast dann immer das Team, das zum Anspiel geht und Elvira ganz alleine. Und das hat mir nicht gefallen. Das hätte ich mir mehr gewünscht von dieser Teamdynamik bei Zürich, die ja da gekommen ist. Ja. Und man weiss, Zürich ist ein gutes Team, ein sehr heterogenes Team, aber sie harmonieren. Ja, bleiben wir gerade bei Zürich. Ich habe diese Woche doppelte Schicht geschoben. Es hat 5 Matches gegeben, ich habe 2 davon gesehen. Der eine ist der grosse Knüller-Match, überraschend. Also, normalerweise ist ja das FC Zürich gegen FC Basel. Ja. Immer ein Knüller-Match. Nach der ersten Runde hätten wir gedacht, und mit Basel in der Situation, was ist, hätten wir gedacht, nein, das ist es nicht. Aber Basel hat extrem gut gespielt. Zürich ist extrem wild ins Spiel gestartet. Gas geben. Aber du merkst, und das ist wirklich schön, bei Basel merkst du, wie sie Spiel für Spiel Fortschritt gemacht haben. Oder ich habe es klingt schizophren, weil ich letzte Woche noch gesagt habe, es hat nicht geklappt, aber es klappt jetzt langsam, oder nach 8 Spielen, nach 9 Spielen. Du hast ganz klar am Anfang Basel ein bisschen verloren gewesen, nicht gewusst, was passiert. Dann gegen Luzern hast du ein sehr organisiertes Basel gesehen, wo eine Stabilität hat und so. Ja, nicht die Stabilität aufbrechen. Weil das 4-1-4-1, das ist jetzt unsere Mauer und so bleiben wir. Und wenn es aus dem heraus halt keine Chance gibt, gibt es keine Chance. Aber Hauptsache, wir bekommen kein Gegengol und dann machen wir das Goal in den 94. Minuten. Freistoß. Jetzt gegen Zürich habe ich die Organisation gesehen. Mit Virtuosität, mit Mut, mit eingestudiertem Spielsystem. Mit den 2 Laras, die sie haben. Lara Marti links aussen, auch von der U19 EM nachher. Und Lara Jenser im Zentrum, die jetzt auch im Zentrum spielen durfte. Wo eben das kleine Extra gebracht haben, an Qualität, um dann Chancen zu erarbeiten. Wie wichtig ist es für ein Team, dass es sich halt Schritt für Schritt aufbauen kann, selbst wenn es unter Druck ist? Und gut, die Situation bei Basel war ja so, sie haben neue Trainer, neue Staff. Ja, natürlich auch ein gewisser Umbruch innerhalb des Teams, neue Spielerinnen, gerade auch junge. Man hat sich nicht gefunden am Anfang dieser Saison, das hat man ganz klar gemerkt. Von außen, wie du sagst, sieht man natürlich einen gewissen Prozess, einen gewissen, es ist ein Weg, wo sie gehen und sie gehen Schritt vorwärts. Zum Teil sind es kleinere, zum Teil größere, in gewissen Matches klappen viel mehr wie im Match vorne. Dann wieder ein bisschen weniger, aber es ist so ein Weg nach vorwärts. Und das heisst sicher auch ein Zeichen dafür, dass es mit dem Trainer so langsam greift, dass auch seine Ideen langsam greifen, dass man die kann vereinbaren kann mit dem Team. Gerade bei einstudierten Spielzeugen sieht man das immer. Das ist dann die Handschrift auch von einem Trainer und wenn man auf dem Platz sieht, da weiss ganz genau, jede wo laufen, dann weiss man, okay, das funktioniert. Dass die Botschaft, die er möchte, dem Team vermitteln mit seiner Spielphilosophie, das verinnerlicht sie langsam. Und wir hätten wahrscheinlich vor ein paar Wochen nicht gedacht, dass sie gegen Zürich, dass es so ein knappes Spiel wird und dass Zürich nur 3-2 gewinnt und lange Mühe hat und das Spiel eigentlich lange auf der Krippe steht. Und darum ist es sicher auch wichtig für die Mannschaft selber, um zu sehen,
wir kommen vorwärts. Und gerade wenn du FC Basel heisst und wenn du eigentlich daran gewöhnt bist, dass du die letzten Jahre immer vorne mitgespielt hast und immer als Hauptkonkurrent oder einer der Hauptkonkurrenten vom FC Zürich gehandelt worden bist, dann ist es sicher auch wichtig für das Umfeld in Basel auch, für die Spielerinnen, für den Staff, um zu sehen, okay, es hat Anfang der Saison noch nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben oder wie wir es uns auch gewöhnt sind, aber wir befinden uns auf einem guten Weg. Was natürlich Basel auch in Karten spielt, immer noch, ist das, abgesehen von Zürich und Lugano und Luzern, doch der Rest sehr nah beieinander ist, was die Punkte anbelangt. Es ist so gestört. Und da bleibt auch Basel immer noch die Option, dass sie eben, eben mit einer gewissen Leistungssteigerung, mit sich noch mehr finden im Team, mit, auch, mit einer gewissen Stabilität, die sie dann vielleicht auch auf dem Platz können zeigen können, dass sie dann wirklich auch noch im vorderen Drittel können mit dabei sein. Und darum habe ich das Gefühl, ist man bei Basel vielleicht durch das auch jetzt ein bisschen beruhigter wie Anfangs Saison. Und ja, es ist natürlich wichtig als Team, wenn du als Spielerin auf dem Platz stehst und merkst, wir machen Schritt vorwärts, wir verbessern uns, es klappen plötzlich Sachen, die vielleicht vor zwei, drei Wochen noch nicht funktioniert haben. Das ist extrem wertvoll und extrem wichtig, weil dann verzweifelst du nicht. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres in einer Mannschaft, wie wenn plötzlich so ein bisschen Ratlosigkeit und Verzweiflung herrscht. Weil ich glaube, das ist dann der Punkt, wo du den Rückschritt machst. Und solange der Punkt nicht da ist und auch die Spielerinnen untereinander Hand in Hand wirklich noch weitergehen und da nicht so auseinanderbricht, ich glaube, solange kann man auch mit Basel im vorderen Drittel vielleicht auch Ende Saison noch rechnen. Und weil die Qualität, die es braucht, um im vorderen Drittel mitspielen können, ich sage jetzt nicht, ich glaube, diese Saison ist Basel nicht fähig, um Zürich herauszufordern, was den Titel anbelangt. Das ist mir im Moment mit dem, was einem zur Verfügung steht, nicht. Aber es tut vielleicht auch Basel mal gut, dass man mal einen Schritt hat müssen zurückmachen, damit man vielleicht auch etwas Neues aufbauen kann, das solid ist, wo man mit eigenen Spielerinnen aus dem eigenen Nachwuchs arbeiten kann, wo man dann auch ein Fundament baut für die Zukunft, um dann wieder konkurrenzfähig zu sein, wenn es um den Titel geht. Und darum bin ich der Meinung, Basel tut die Saison eigentlich gut. Und gerade auch was das Team anbelangt, weil ich glaube, so eine Situation schweißt einem als Team schon recht zusammen. Ich denke, Kontinuität wird sehr wichtig sein, wenn sie mit dem Team weiterfahren können und sie nicht von Abgängen haben im Sommer. Was ja jetzt auch ein Problem war diesen Sommer. Ja. Dann kannst du auch etwas aufbauen. Und man merkt halt, es wird daran geschafft und dann merkst du halt wieder, das lebt mehr Geld und mehr Ressourcen, um auch zu arbeiten. Und das ist es wert. Was gar nicht toll ist, ist, dass Basel im Nachwuchscampus einen Kaffee hat, wo ein Cappuccino winzig ist und 4,50 kostet. Das habe ich ein bisschen frech gefunden. Aber das ist ein anderes Thema. Gehen wir zurück zum Match. Für mich als Taktik-Fan ist das sehr toll zu sehen, dass 4 von 5 Goal durch Standardsituationen kommen. Das heisst, das Spiel ist in sich geschlossen, aber nie langweilig. Es hat Intensität gehabt. Natürlich, für jemanden, der Fan vom schönen Fußball ist, ist das natürlich schade. Wie tust du das wert? Ich meine, im Frauenfußball ist es nicht Standard, dass so viele Goal durch Standardsituationen fallen. Es ist sicher auch den beiden Trainern die Schuld, sage ich jetzt einmal, dass es so ein Spiel so verläuft. Weil man merkt, beide Trainer haben eine gewisse taktische Ausrichtung gewählt, die in dem Spiel funktioniert hat. Natürlich, man kann sagen, man kann darüber streiten, ist jetzt das so, wie man Fußball spielen oder nicht. Aber gerade auch für Zürich und Basel, ich glaube, beide Mannschaften haben sich an einem Punkt oder befindet sich an einem Punkt, wo Taktik eine ganz grosse Rolle spielt. Weil bei Zürich sind die Saisonziele klar und um die Saisonziele zu erreichen, gerade auch mit der Mehrfachbelastung, die man jetzt gehabt hat, durch Champions League, durch Göpp und so, musst du auch in gewissen Spielen clever agieren. Und clever agieren heisst auch, dass du in gewissen Spielen nicht musst 10-0 gewinnen musst, sondern taktisch gut eingestellt deine Mannschaft auf den Platz schicken, dass man allenfalls auch kann Kräfte schon oder dass man mal rotieren kann, aber das taktische Gefühl, dass das verhebt und dass man so auch zu seinen Punkten kommt. Und Basel ist sicher, wie du vorhin auch schon angesprochen hast, ist wichtig, dass man die
das taktische Grundgerüst mal überhaupt gefunden hat. Dass man sich da mal einspielt und das hat man jetzt so langsam gefunden. Man hat das Spielsystem, das man möchte spielen, langsam gefunden. Es funktioniert langsam, die Mechanismen fangen an zu greifen. Und dann ist es natürlich wichtig für ein Team, dass sie dort dran festhalten und dort aufbauen. Und darum denke ich, ist es für beide Mannschaften wichtig gewesen, dass man so aufgestellt in so ein Spiel geht. Und ja, da kommt es meiner Meinung nach nicht so darauf an, ob jetzt jemand darüber motzt, weil er sagt, das ist nicht so schön zum Anschauen. Ja, wenn es nicht so schön zum Anschauen ist. Es war schön zum Anschauen gewesen. Es hat einfach weniger normale Torschancen gegeben, dafür mehr Standards. Und ich meine, zum Beispiel die zwei Goal von der Caroline Abbe. Ja, sie ist grösser als die meisten. Ist nicht richtig gedeckt worden. Aber beide Mal hat Leslie Ramsay unglaublich schöne Flanken geschlagen. Und das musst du auch können, oder? Und das ist auch ein Teil des Spiels. Der Penalty, ganz klar, der Rahel Moser stellt sich blöd im Strafraum, geht ungestüm gegen die Gegnerin vor. Es hat wahrscheinlich ein Goal gegeben, wenn sie dort nicht reingeht. Also, und dann geht es Penalty. Und der Freistoß, ja, dort hat Caroline Abbe sich extrem ungetüm auch da, dort. Und Christina Sundhoff zeigt, sie weiß, wie man Freistoß schießt. Ja. Gegen Luzern hat sie einen schön unter die Latte gezirkelt. Da hat sie clever an der Mauer vorbei. Die Elvira keine Chance gelassen. Es war interessant zu sehen. Ich glaube, viel bei Basel ist auch gesehen, der Trainer weiß nach 8 Matchen, was seine Spielerinnen können und traut ihnen jetzt mehr zu. Das ist ein Lara Marti, die wie befreit auftaucht ist in diesem Match. Sie spielt linke Außenverteidigerin, aber ständig ins Zentrum eintribbelt. Hat Distanzschüsse gewagt. Du hast Lara Jenser und Christina Sundhoff, die das viel mehr machen, auch sich abwechseln, welche ist die Defensivpart. Für mehr Verschiebung. Und du hast einen Tiara Buser, der sehr viel arbeitet. Tiara Buser kommt 20 Jahre zu spät im Fußball, also noch vor ihrer Geburt hat sie müssen anfangen. Nein, oder vielleicht 10 Jahre. Sie ist die Art von Stürmer, die es eigentlich heutzutage nicht mehr gibt. Sie ist der Stürmer, der nicht in den Strafraum gehört, sondern der um den Strafraum herum gefährlich ist. Und dann, wenn er einbricht, macht er seine Goal. Dann ist es ein Thierry Henry, ein Javier Saviola. Die Art von Stürmer, wo eigentlich ein hängende Spitze ist, ein zweiter Stürmer. Und heutzutage wird kaum mehr so gespielt mit zwei Stürmern. Es ist schade. Die Tore finde ich aber auch sehr interessant. Tiara Buser war unser Interviewpartner nach dem Match. Zu sehen, wie lange das es geht, bis Tiara den Sprung ins A-Nationalteam schafft oder ins Ausland zum Profi werden. Ich weiss, sie war nicht Teil des Team Futura. Also nicht zu einer von den 6 Besten erkoren wurde in ihrem Jahrgang. Aber wenn man morgen sind wie Champions schaut, hat sie immer Goal geschossen in diesem Match, wo sie porträtiert haben. Sie ist meiner Meinung nach die bessere Stürmerin als Alicia Lehmann in der U19-EM. Alicia Lehmann hat ganz andere Fertigkeiten, ist keine richtige Stürmerin meiner Meinung nach, ist eine Flügelspielerin, eine klassischere. Und Tiara Buser könnte die Lösung sein für das Team, lustigerweise für das Team, so wie Martina von Stegenburg aufstellt, aber das wird es nur noch zweimal geben. Dazu später. Es ist wichtig gewesen. Zürich schont drei Spielerinnen. Nomi Megro kommt zwar noch für 20 Minuten ein, aber sie wird geschont. Martina Moser wird geschont, aber auch vor allem die Malin Gut und Julia Stierli sind gar nicht erst aufgewachsen. Also, da hat Andy Ladner wahrscheinlich schon für die Nazi vorgesorgt, dass er da die Schlüsselspielerinnen schont. Ist das jetzt vorteilhaft oder Nachteil für eine Spielerin, wenn sie im Vormatch vom Einzug mit der Nazi nicht spielt? Das kommt sicher ganz auf den Blickwinkel drauf an von der einzelnen Spielerin. Als Spielerin will man natürlich immer spielen. Das ist, für das trainiert man, für zum Match spielen, zum Spiel spielen. Das ist das oberste Gut. Aber gerade auch bei uns im Frauenfußball, wo du halt nicht Vollprofi bist, du hast nebenzu Schule, du schaffst 100%, was auch immer, ist es natürlich gerade umso wichtiger, dass du gewisse Ruhepause und Regenerationszeit hast, damit du dann auch wirklich hast deine Top-Leistung abrufen, wenn es darauf ankommt. Und ja, es stehen zwei ganz wichtige Spiele bevor in der Nationalmannschaft. Und
Ich finde es natürlich verständlich, dass man den Spielerinnen, die zum Beispiel jetzt in der Schweiz spielen und nicht Vollprofi sind. Und sie haben Champions League am Mittwoch. Genau, wo nicht durch den Tag, durch die Regenerationszeit zur Verfügung steht, wie jetzt eine Spielerin, die Profi ist im Ausland und nur Fußball spielt. Dann macht es natürlich schon Sinn, dass man eine Spielerin schont. Ob jetzt die Spielerin das persönlich als Vor- oder Nachteil empfindet, kann ich jetzt von außen natürlich nicht beurteilen. Ich glaube, das ist sehr fest davon abhängig, mit welcher Richtung dass man dran geht. Aber es ist sicher gegeben, dass man mit dem Kräftehaushalt, ja, da muss man können einteilen, man muss das auch können irgendwo durch auch akzeptieren, wenn es dann halt mal heisst, von außen, hey, jetzt ist eine Pause verordnet worden. Und darum glaube ich, die sind Profi genug und professionell genug, sagen wir es so, nicht Profi genug, aber professionell genug, um das einordnen und dass sie den Fokus auch dort setzen können, wo sie jetzt, sage ich mal, noch mehr gebraucht werden, wie jetzt im Spiel, in dem Meisterschaftsspiel gegen FC Basel. Ja, am Ende von dem Ganzen muss man einfach sagen, Zürich gewinnt, verdient, ja, sie schießen da ein Goal mehr. Sie sind nicht immer das bessere Team an diesem Match, aber sie sind das effizientere Team gewesen. Die ersten zwei Goals sind natürlich clever gemacht. Sie haben ganz klar Basel vergessen zu verteidigen, da steht Kumba so allein und der darf nicht zu viel Platz lassen. Sie hat Patricia Willi angespielt und Patricia Willi ist auch kaltblütig, wenn sie vor der Goalie-Frau steht. Das zweite Goal, Caroline Abe, Flanke, ein Freistoß, den sie gewonnen haben. Auch das. Basel hat vielleicht ein bisschen mehr Kraft gebraucht in diesem Match, aber ist nicht so erfolgreich gewesen. Basel hat auch die Verletzung von Lara Marti in den 50. Minuten etwa, ist nicht gut gewesen. Vor allem ist es dann etwa über 10 Minuten gegangen, bis der Wechsel gekommen ist. Das heisst, sie haben noch 10 Minuten zu 10. gespielt, weil Lara Marti draußen war, aber noch keine Spielerin warm. Hat auch nicht so gäbig. Jetzt haben wir eine ganz komische Tabelle. Wir haben eine Zweiklassengesellschaft, oder schon fast ja. Dreiklasse. Du hast Zürich mit 24 Punkten aus 8 Spielen. Sie haben sogar noch ein Spiel weniger als die anderen. Du hast Lugano mit 21 Punkten. Fast hat IB die Sensation geschafft. Sie sind am Führen 1-0 gegen Lugano und dann verlieren sie gleich noch 2-1. Cara Curtin kommt hier und schießt 2 Goal. Gerade in den ersten Minuten, die sie reinkommt. Und dann hast du Luzern, der sich extrem gut schlägt. 16 Punkte. Meiner Meinung nach könnten sogar noch ein paar Punkte mehr sein. Da hat man zwei, drei Mal vielleicht Punkte liegen, die man nicht hätte sollen. Gegen Basel sicher. Die drei Punkte, dort hätte man mindestens einen mitnehmen können. Gegen IB, da kommen wir auch gerade dazu. Und dann hast du ein grosses Feld mit 8 und 7 Punkten. Servet, GC, wo gewonnen hat am Wochenende gegen Servet. Und es noch geschafft hat, sich dort zu retten. Du hast Basel und dann Yverdon. Und dort ist wie nicht entschieden, wieso haben wir eine Zweiklassengesellschaft? Ich meine, normalerweise ist die eine Klasse Zürich allein und dann der Rest. Aber das Mal ist so komisch. Zweiteilt. Ja, ist jetzt noch schwierig, um jetzt auf das so aus dem Stand raus eine definitive Antwort zu geben, aber dass das genau liegt. Was sicher ein Faktor ist, dass man so ein bisschen, oder sage ich mal, dass Zürich nicht mehr ganz so allein ist, ist etwas, wo wir ja auch schon angesprochen haben, dass sicher auch Lugano sich kontinuierlich gesteigert hat über die letzten Jahre, dass sie mittlerweile doch auch ein eingespieltes Team sind. Klammheimlich so ein bisschen, genau. Im Schatten von den anderen. Und dass sie auch gerade vorne in der Offensive die Leute haben können halten, wo sie kennen, wo wichtig sie sind. Und da merkst du natürlich auch, das ist ein Team, das mittlerweile sehr eingespielt ist und wo weiss, wie es funktioniert. Dann hast du auf der anderen Seite natürlich, wenn ein Team wie Lugano oder vielleicht jetzt auch Luzern in dieser Konstellation, wo sie jetzt sind, ein bisschen Karten spielt, ist, dass du gerade auch bei Basel, bei IB, wo gute Saison gespielt haben letztes Jahr, ja, ein bisschen Chaos gehabt hast. Du hast viele Abgänge gehabt, Personalien. Bei Basel hat man auch noch neue Trainer dazu gehabt. IB hat viel müssen kompensieren, hat extrem viele Abgänge gehabt und so ganz, ganz wichtige Spielerinnen, die eben in so einem funktionierenden, eingespielten Team waren.
Und da bricht natürlich ein grosser Teil weg. Und ich glaube, das spielt sicher drin rein, dass das gibt der IB und Basel so ein sich mit GC und Servette und die wir da mit umschlagen, so ein in dem Bereich von der Tabelle. Und Luzern ist so ein das Polster zwischen ihnen. Wir haben mit dem Glenn Meyer Anfang der Saison geredet und er hat auch ein das Problem, dass er sagt, ja, ich muss im Moment auf gewisse Spielerinnen verzichten. Wir haben nicht so ein breites Kader, dass man das wirklich 1-1 kompensieren kann, wenn ein Job oder so ausfällt. Aber man merkt, es ist eine Arbeitsmannschaft. Der Glenn Meyer leistet, zumindest sieht das Fuss so aus, sehr gute Arbeit, war im taktischen Bereich und so. Und er hätte jetzt auch 1-2 Spielerinnen wieder aus einer Verletzung wieder dran anführen, die wieder zum Einsatz kommen, wie eine Melina Scodella zum Beispiel. Und ja, ich glaube, das spielt schon ein bisschen drin, dass die Tabelle so aussieht, wie sie aussieht. Servette hat sehr gute Starkheit, Saison. Vielleicht auch gerade so ein bisschen die Glückshormone, die rum sind. Also so ein bisschen der Push, den man mitgenommen hat, aus dem Aufstieg raus. Und ist jetzt so ein bisschen zusammengebrochen. Kann man so sagen. Am Anfang hat es auch ein bisschen anders ausgesehen. Am Anfang hat es so ausgesehen, als hätte der Glenn Meyer recht behalten und Servette spielt wirklich vorne mit. Das ist im Moment absolut nicht so. Und GC und Ivo da sind auch in der vergangenen Zeit schon so ein bisschen die Sorgenkinder gewesen. Darum, es gibt gewisse Sachen, die überraschen mich in dieser Tabelle und andere Sachen, die überraschen mich eigentlich gar nicht. Was mich in dieser Tabelle überrascht, nicht die Plätze, sondern wenn du Team 1 anschaust, mir war nicht bewusst, wie jung das Schnitt ist in der Nazia. Ich meine, IB, die älteste Spielerin, ist Serena Friedli mit 25. Dann kommen Meret Welti und die Floriana Ismaili, beide mit 23. Und der Rest ist in diesem Jahr 1000 geboren praktisch. Wieso ist das so? Weder der Halbprofi, sagt es von Schulden. Gut, man sieht hier sicher auch, jetzt gerade am Beispiel von IB, dass man im Nachwuchs mittlerweile gute Arbeit leistet. Und dass man gerade so auf der U19-Ebene. Dort ist IB recht stark. Genau, Meister wurde letztes Jahr. Und da sieht man natürlich, dass man jetzt je länger, je mehr auf dem, im Nachwuchsbereich bei den Frauen immer besser arbeitet. Man hat gerade bei den Vereinen, die in der Nazi A sind, hat man ohne Türe auch je länger je mehr eine gewisse Infrastruktur und eine gewisse Trainerstruktur und das greift langsam, oder? Das ist ja lange auch ein Problem vom Frauenfußball, dass man von den jungen Spielerinnen nicht wirklich viel kann, einfach auf das Niveau übernehmen. Und da merkt man, das merkt man auch schon länger, auch zum Beispiel bei Zürich oder jetzt schön auch zu sehen, auch bei Basel, wo mit jungen Spielerinnen arbeiten können, dass man dort gute Arbeit leistet. Und ich sage, ich glaube, man darf sagen, dass das eine positive Veränderung ist, dass man immer jüngere Spielerinnen auch auf dem Niveau hat, weil das zeigt, dass das Niveau in der Jugend steigt. Und das ist auch das, wo das muss so sein, wenn man will, dass der Schweizer Frauenfußball im Vergleich mit den anderen europäischen Top-Ligen, gerade auch Champions League zum Beispiel, dass man dort konkurrenzfähig sein möchte, dann muss man in Zukunft arbeiten und dann muss man genau mit den jungen Spielerinnen arbeiten. Und das ist so für mich das erste Indiz, dass das fruchtet, dass das greift, die Arbeit, die man da reingesteckt hat. Und darum finde ich es eigentlich sehr schön, wenn die Teams jünger werden. Natürlich fehlt ihnen eine gewisse Erfahrung. Man ist vielleicht noch nicht ganz so eingespielt wie andere Mannschaften. Ja. Man sieht bei einer Caroline Abbey oder bei einer Martina Moser, was dann eben die Erfahrung alles noch zusätzlich ausmacht. Extrem, und dass das noch mal ein bisschen Qualität mit sich bringt. Aber es tut dieser Liga auch gut, dass wir junge, neue Spielerinnen dabei haben, frische Gesichter, die man noch nicht kennt, die noch mal Schwung reinbringen, die viele Elan auch mitbringen, die auch noch mal ein bisschen eine andere Generation an Fußballerinnen sind. Und so das Mischverhältnis, das momentan herrscht in der Nation, finde ich eigentlich sehr positiv. Und ich hoffe aber auch, dass die Spielerinnen genug Einsatzzeit bekommen, dass auf dem Niveau, dass sie nochmal dazulernen, weil so dann eben auch unsere U-Nationalmannschaften und so von dem natürlich sehr stark profitieren und dass wir dort dann nochmal einen Schritt vorwärts kommen. Ja, die Liga muss ganz klar besser werden im Sinn von Forderung. Aber für das brauchen wir auch eine gewisse Professionalisierung und das haben wir wieder beim Teilen von unseren Videos. Es ist für mich interessant,
auch wie zum Beispiel das Luzern wird können profitieren von der Nicole Raymond und von der Marie-André Aigli, wo doch beide recht alt sind für ihre Verhältnisse im Team. Also sie sind gleich alt wie ich und das heisst etwas. Wo dann können das junge Team führen, das haben andere Mannschaften nicht. Ich meine, IB wird aller Voraussicht nach an die Saison Serena Friedli und Floriana Ismaili ins Ausland verlieren. Ich gehe nicht davon aus, du kennst Floriana besser als ich. Aber in der Schweiz hat sie schon alles erlebt. Und dann wird es für so Teams wieder schwierig, oder? Da musst du dich von den Ufern aufbauen. Und ja? Ja, natürlich. Es ist immer, ich sage, eine gute Mischung macht es natürlich aus. Das Team kann fast nicht überleben, wenn es nur junge, unerfahrene Spielerinnen hat. Dann hast du zwar ein junges Team, das extrem hungrig ist und wo viel will. Und, aber eben, du brauchst gerade auch so Leaderfiguren, die schon länger dabei sind, wo auch die Spielerinnen auf persönlicher Ebene von ihrer Erfahrung etwas mitgeben können, wo gerade taktisch mehr Wissen haben, weil sie einfach schon länger shooten, weil sie vielleicht auch schon viel mehr verschiedene Spielsysteme und Spielsituationen erlebt haben und all das. Und darum sage ich, es ist wichtig, dass man erfahrene Spielerinnen hat in einem Team, wo auch die Jungen können führen können und wo sie auch gegenseitig voneinander können profitieren können. Und ja, ich glaube, IB wird auch nächstes Mal wieder eine schwierige Situation erleben und nochmal eine Herausforderung haben. Was natürlich aber auch gerade im Fall von IB dann eine Chance kann bieten, logischerweise für junge Spielerinnen, aber vielleicht auch, wenn man möchte, das kompensieren mit erfahrenen Spielerinnen, dass die eine oder andere Spielerin von einem anderen Verein oder vielleicht auch aus einer Nazi B oder so, wo ein gewisses Niveau hat, gewisse Transfer kann tätigen. Wenn man das nicht möchte, dann gibt es natürlich Raum oder es schafft Raum, es schafft Möglichkeiten für Spielerinnen, die jung sind, wo aber gleich auch einen festen Platz in dem Team haben, um die nötige Verantwortung zu übernehmen und du da natürlich auch nochmal einen Schritt vorwärts machen. Ich denke, es ist auch eine Chance für Spielerinnen wie dich zum Beispiel. Du bist ja jetzt noch nicht alt, aber vielleicht in den nächsten zwei Jahren ist das vielleicht das Thema, dass du Spielerassistentin kannst werden kannst, sozusagen bei so einem Nationalteam. Und dann reicht das. Ich meine, du musst nicht jeden Match spielen, aber die Erfahrung, die du mitbringst, könnte viel mithelfen, oder? Und dadurch hat man dann schon die Chancen und das sehe ich schon. Bleibt mir gerade bei IB. Ich habe noch einen anderen Match geschaut, IB gegen Luzern. Wollte mir nicht lassen, den Match auch noch zu kommentieren. Du hast natürlich tausend Sachen über den Match gehört, weil du kennst auf beiden Seiten viele Leute. Du kennst auch Leute in den Zuschauerrängen. Wir haben hohe Gäste aus Frankfurt dort gehabt. Zwei Nationalspielerinnen. Für mich war es ein sehr interessanter Match zum Schauen. Erstens, weil er unter der Woche ist. Es ist immer gut für mich zu sehen, wie Spielerinnen spielen. Ja. Unter der Woche, genau wegen der Doppelbelastung. Aber es ist schön, ich glaube, IB und Luzern sind die zwei Teams, die noch am ehesten das Ebenbild für ihren Trainer sind. Marisa Wunderlin auf der einen Seite und Glenn Meyer. Das sind sehr spezielle Figuren, das sind sehr erfahrene Trainer in ihrer Hinsicht. Ich meine, Marisa war die Assistenztrainerin von Dorje Zava lang. Sie arbeitet zu Maglingen, sie leitet jetzt IB schon länger. Der Glenn hat auch extrem viel Erfahrung in dem, schon bei den Buben gehabt, jetzt bei den Frauen baut er etwas auf. Beide legen sehr viel Wert auf gepflegten Fußball. Und das hast du gesehen. Die erste Halbzeit von diesem Match, defensiv lässt sie mich halt schon ein bisschen den Kopf schütteln, aber offensiv war extrem guter Fußball. Umschaltmomente, die wir waren. Auch die Goal, die fallen, genial rausgespielt. Sowohl bei IB mit einem langen Ball, wo Floriana Ismaili erlauft, dann cleverer Haken ab und Thais Hurni, der plötzlich. Thais Hurni, der dann plötzlich ganz weit vorne ist und das Goal kann schiessen. Dann hast du das Goal von Luzern, das ist magistral, geht das anschauen. IB bekommt den Ball dort nicht weg und dann Trial Job hätten, nimmt Doppelpass mit Nicole Raymond, quergeleitet und Raquel Branco kann ihn eingrätschen.
all diese Sachen, dynamisches Konterspiel, das war sehr gut. Das sind Levels, die du im Frauenfußball nicht immer siehst. Und das hat mir mega gefallen. Und dann, aber in der zweiten Hälfte, wird es immer härter. Und das bin ich mir nicht so gewohnt. Wieso ist im Moment so eine Härte drin in dieser Liga? Ich bin mir von letztes Jahr voll nicht gewohnt und auch von den Nazi-Spielen und so nicht. Ja. Kannst du dir das erklären, dass die Spielerinnen. Also, ein Teil ist sicher, die Kraft geht aus. Ja. Aber der andere Teil ist, sie wissen wie einem weiter und dann wird es einfach härter. Wieso laufen wir als Spielerin an der Wand an, um die 50. 60. Minuten? Spiele unter der Woche sind sicher noch mal ein bisschen anders zu werten, wie jetzt am Samstag oder am Sonntag. Wenn du am Wochenende Spiel hast, dann hast du meistens. Natürlich gibt es Ausnahmen und Spielerinnen, die am Wochenende arbeiten müssen, aber die meisten sind am Wochenende. Hast du den Tag, wo du dir selber kannst einteilen kannst, wo du eigentlich genug kannst schlafen, wo du richtig kannst essen in einem gewissen Zeitraum vor dem Match und so weiter. Und wenn du natürlich am Mittwochabend ein Spiel hast, ich würde sagen, sind 90-95% von den Spielerinnen sind entweder in der Schule gewesen oder haben geschafft an dem Tag. Vielfach kommen sie direkt vom Arbeiten, haben nicht wirklich Zeit zum anständigen Essen vor dem Spiel oder genug früh. Und das sind alles so Faktoren, die sicher auch mit einflüssen, dass sie gerade in so einem Spiel dann irgendwie schon ein Stück früher noch, wie sage ich jetzt mal, im Normalfall vielleicht auch so ein bisschen an deine Kraftgrenzen stossen und wo es vielleicht dann auch nicht mehr ganz so flüssig geht in den Bewegungen, wo die Sprints nicht mehr so einfach von der Hand gehen. Und natürlich in einem Spiel, wenn du merkst, okay, wir sind vom Physischen her nicht mehr so auf der Höhe und wir können unser Spiel nicht mehr ganz so aufziehen, weil wir einfach auch nicht mehr ganz so viele Energiereserven zur Verfügung haben, dann wird es automatisch immer härter, weil ich sage jetzt einmal, du lässt dich schneller zu einem Foul hinreissen, wenn du weißt, ich mag den Sprint nicht nochmal gehen und ich werde jetzt in einem Konter nicht nachmögen. Gut, dann nimmst du halt aus taktischen Gründen auch ein Foul in Kauf, oder? Es kann auch sein, dass in dem Spiel einfach auch gerade, ja, wenn es kann auch sein, dass es gibt so Partien, wo aus irgendeinem unerklärlichen Gründen irgendwann so ein bisschen kippen und wo ein bisschen härter werden. Ja. Weil so der exakte, genaue Grund ist oder so. Also ich sage sicher, ein Teil für mich als Außenstehende oder sich vielleicht auch ein Stück weit selber kann beurteilen kann, ist sicher auch, dass es ein Mittwochabendspiel war, wo die Matchvorbereitung sicher nicht so optimal ist, wenn sie am Wochenende stattfindet. Ich stelle dir jetzt eine weniger schwierige Frage. Beide Teams spielen taktisch durchgeplant, aber nicht mit fixer Position. Ich bin manchmal ein Freund von nicht fixen Positionen. Es macht Sinn bei gewissen Teams, bei gewissen Niveaus, bei gewissen Spielern. Es macht aber bei den Herren, bei vielen schon keinen Sinn und bei den Frauen noch vielleicht ein bisschen weniger, dass du ohne fixe Position spielst. Und dann bemängelt beide Trainer den letzten Pass und die Abstimmungen. Wieso? Wieso würde man das so spielen? Denkst du nicht auch, dass es einfacher ist, wenn du eine fixe Position hast? In der kannst du dann ein bisschen um und kannst mal rochieren. Aber dann weißt du, wo die Bälle spielen. Was Spielerin, oder? Ja, natürlich. Es ist einfacher, wenn du fixe Positionen hast und wenn du auch die gleichen Leute hast, die auf diesen Positionen immer und immer wieder spielen und auch so trainierst und das auch in deinem Spielsystem genau so hast, ist es natürlich als Mitspielerin ist es einfacher, weil du mit der Zeit weißt du im Schlaf, okay, da, der Lauf weg, der Lauf weg, der Lauf weg. Ich habe aber mehr das Gefühl, dass sowohl Marisa Wunderlin als auch der Glenn Meyer, sage jetzt mal, ein bisschen eine zukunftsorientierte Sichtweise auf den Fußball haben. Und das vielleicht sagen auch beide in den Interviews, ja. Weil auch beide vielleicht auch ein bisschen weg wollen von dem vom Einfachen. Sie fordern beide sehr viel von ihren Spielerinnen. Sie sind sehr fordernde Trainer, wenn man das so sagen darf. Nicht negativ irgendwie als negatives Attribut. Und ich glaube, dass das sicher auch Teil davon ist.
um die eigenen Spielerinnen zu fordern, im Sinne von, wir haben nicht unbedingt fixe Positionen auf dem Platz, was sehr erschwert, natürlich. Die Idee dahinter würde sie von außen so bewerten, dass es eben genau die Spielerinnen vielleicht in dem Sinn weiterbringt, dass sie verschiedene Positionen müssen einnehmen können auf dem Platz, dass sie verschiedene mögliche Spielzeuge, Spielvarianten müssen auch im Kopf haben und dass sie so eigentlich ein bisschen kompletter werden. Natürlich ist es genau dann halt die letzten Pässe, die letzten, sagen wir mal, die letzten Feinheiten oder die letzten Abstimmungen sind dann natürlich oft, das ist dann natürlich oft das Manko, wenn du nicht ganz klares System mit klaren Fixpunkten und so spielst. Das sehe ich ja da vielleicht in dir absolut bei. Ich bin einfach gespannt, wenn man so Mannschaften, wenn die einigermaßen zusammenbleiben können, wenn man das ein bisschen verfolgen über die Zeit. Ich habe das Gefühl, dass dort dann, das trägt dann Früchte. Aber für das muss natürlich auch die Konstellation ein bisschen so bleiben, wie sie ist. Und dann müssen auch die Trainer über einen gewissen Zeitraum können mit diesen Mannschaften zusammenarbeiten, damit dann das wirklich. Ja. Damit sie keine fixen Positionen sind, aber in den Köpfen der Spielerinnen sind es fixe Spielzeuge, wo sie ganz genau wissen, wie die laufen. Ich denke, das wird im Fall von IB nicht so einfach, wie schon angesprochen. Serena Friedli und Floriana Ismaili sind wahrscheinlich am Absprung. Ich weiss nicht, was Floriana noch in der Schweizer Liga will, also die Meisterin werden, aber ich denke nicht, dass sie zu Zürich wechselt oder bei Zürich überhaupt Platz hat, es sei denn, Fabienne Humm wird zurücktreten, was auch nicht der Anschein macht. Serena hat sowieso nicht mehr in der Schweiz zu suchen, sie hat, glaube ich, schon alles gesehen, hat auch schon alles gewonnen, ist am Punkt, sowohl im Alter als auch in der Erfahrung und dem, was ich habe, dass der Sprung ins Ausland als nächstes kommt und wird auch passieren, denke ich. Innerhalb von einem Jahr wird sie wahrscheinlich in England sein oder in Frankreich oder in Deutschland. Dann ist die Frage, kann sie denn spielen, aber ich traue ihr das sehr gut zu. Bei Luzern ist halt vieles, hängt vieles davon ab, ob Rahel Chapit in der Nazi spielt am Wochenende. Also, wenn Rahel Chapit Platz findet in der Nazi, dann ist es schwer, sie zu haben. Sonst ist das die Chance und bei den anderen Spielerinnen sehe ich jetzt weniger Gefahr, dass sie abspringen. Du hast sehr viele junge Spielerinnen auch. Das ist unglaublich. Ich meine, ich habe neulich Videos von der Champions League Auftritt von Zürich geschaut, 2013, 2014, 2015. Und dann sind die Irina Brütsche gespielt. Melanie Müller ist auf der Bank gekommen. Aber es sind alle so jung noch, es sind alle noch 22, 23. Denkt man manchmal gar nicht, oder? Aber dort durch, ich denke, das ist schon ein Problem, das dann auf Luzern wird zukommen, wenn die Rahel Chapit weggeht. Und eben Luzern und IB trennen sich 1-2. Vielleicht hat Luzern da mehr den Sieg verdient, aber ist auch okay, Luzern kann kein Goal schießen. Guter Match, zu empfehlen eigentlich, die Match zu schauen. IB hat das überdachtes Stadion, bin ich immer ein Freund davon. Und ich werde jetzt beide Teams mehr begleiten. Jetzt habe ich wirklich alle Deutsch-Schweizer Teams schon genug gesehen, dass ich mir eine Meinung haben können. Jetzt muss ich die Nicht-Deutsch-Schweizer Teams auch noch ein bisschen mehr sehen. Das verzeihen mir unsere Zuschauer erstens. Wenn ihr nicht hören, wie ich Interviews auf Französisch und Italienisch mache, nicht, dass ihr es nicht könnt, aber es interessiert euch nicht. Und zweitens, kommst du nachher nicht mehr heim nach dem Match, wenn du ins Tessin fährst oder in die Westschweiz und dort durch. Bleibe ich in der Innerschweiz, in der Deutschschweiz. Gehen wir jetzt zum letzten Thema, aber das grosse Thema. In nicht ganz 4 Tagen, wenn ihr es hört, wahrscheinlich in nicht ganz 3 Tagen, Gott sei Dank gemacht, 24'000 Leute werden in Utrecht orange angelegt sein. Und hoffentlich sind wir ein bisschen farbenblind und verwechseln es mit Rot. Weil das wird ein schwieriger Match. Was prognostizierst du jetzt? Ich weiss, wir haben schon manchmal über den Match geredet, aber jetzt ist er da. Ja, es kommt und ich bin froh, dass er kommt. Endlich!
soll endlich so weit sein und auch für die Spielerinnen die ganze Anspannung und der ganze Druck soll auch endlich mal im Spiel weichen und nicht, dass man immer nur darüber schwätzt und was echt passieren könnte. Ich bin da eigentlich meiner Meinung ganz klar. Holland ist zu favorisieren in dieser Begegnung. Vor allem jetzt am Freitag vor, wie gesagt, ausverkauftem Haus. Nicht nur wegen dem, sondern auch, weil sie gerade auch meiner Meinung nach offensiv so in der momentanen Form mehr Schwung, mehr Kreativität auf den Platz legen wie die Schweiz im Moment. Ich bin der Meinung, und ich würde da nicht schwarz malen oder nicht an unsere Schweizer Nation glauben, absolut gar nicht, aber ich nehme an, dass wenn man es verpasst, zum defensiv sehr stabil und kompakt stehen und gerade auch Flügelläufe zu unterbinden und so ein bisschen diese Sachen, dann wird es sehr ein schwieriges Spiel. Und ja, was prognostiziere ich jetzt? Ist jetzt noch ein schwierig zu sagen. Ich gehe davon aus, dass es eine ganz schwierige Partie wird für die Schweiz und dass man, ich hoffe, dass es eine knappe Partie wird. Dass es gerade hier ein Festival gibt hier in Utrecht oben und Schweizer Torfestival. Ja, aber ich hoffe, dass man mit einem Unentschieden nach Hause gehen kann, das wäre natürlich super. Ja, oder sogar mit einem Sieg. Ich meine, für etwas haben wir Geraldine Reuterler. Ich habe ihr schon gesagt, Bern, schiessest uns da die WM. Aber sie hat nur ein müdes Lächeln dafür gehabt, übrig gehabt. Sie hat nicht eine Garantie aussprechen. Ja. Verstehe ich natürlich. Wenn ich dich jetzt würde, wir haben die defensive Stabilität angesprochen, die wir haben, haben wir schon mal mehrfach angesprochen, ist ein Problem in letzter Zeit. Vorher war es nicht ein grosses. Und Caroline Abbe ist zwar extrem gut, aber ich hatte nie das Gefühl, dass es ohne sie dann nicht wird gehen. Und jetzt ist es doch eine Lücke, wo man ist. Wenn ich dich hier an die Wand stellen muss, was würdest du für eine Elf prognostizieren, die auf den Platz geht? Im Goal sind wir uns, glaube ich, schon einig, oder? Ja, auf der Goalie-Position wird ganz klar Gael Thalmann stehen. Ich habe das Gefühl, dass es einigermaßen sinnvoll ist, nicht weil ich jetzt absolut zu 100% überzeugt bin von ihr, sondern weil man jetzt auch die letzten Spiele immer mit ihr gespielt hat und weil es doch zwei ganz wichtige Spiele sind, weil sie extrem viel Erfahrung mitbringt. Und ich glaube, es wäre eine grosse Bürde, wenn man jetzt zum Beispiel so eine junge Goalie-Frau wie Elvira Herzog in so einem Spiel aufstellen. Und meine Meinung, dass das wahrscheinlich unumstritten ist, dass Gael Thalmann wird spielen, wenn sie... Es wäre auch unfair Seraina Friedli gegenüber. Ja. Sie ist zwar 25, hat zwar schon alles gewonnen, was man in der Schweiz gewinnen kann, aber sie hat nur 3 Länderspiele, soweit man ist. Also Seraina hat nicht so viele Chancen bekommen, nicht mal am Zypern Cup und so, was sie will. Halbzeit können spielen oder so. Also unter der Martina von Stecklenburg hat es nur Gael Thalmann gegeben. Ja. Vorher Jenny Öhrig. Öhrli, ja. Wie heißt sie? Jenny Öhrli. Ja, sie hat noch vorher ein bisschen gespielt, aber sonst hast du niemand gesehen. Und da wäre auch für Seraina Friedli unfair, wenn sie so noch ein Match muss kommen. Aber ich glaube, Seraina wäre jetzt an einem Punkt, wo es nicht so schlimm wäre, einen Goalie zu verheizen, wie wenn du plötzlich der Vira zwischen den Pfosten schicken. Ja? Ja, und wenn man weitergeht, ich nehme an, sie wird an der Innenverteidigung auch nicht ändern. Gehe ich schwer davon aus. Nicht, weil ich das extrem gut finde, aber ich nehme an, Kivic und Lia Welti werden spielen. Weil sie jetzt doch in den letzten Match immer auf das Duo gesetzt hat. Wir sind uns, glaube ich, einig, dass Lia Welti, dass man da ganz viel Talent und Kreativität ja, ein bisschen auf einer falschen Position einsetzt oder auf einer Position, wo sie nicht ihr ganzes Potenzial ausspielen kann. Mich stört, dass viele Routinen verloren gehen. Ja. Lia Welti hat keine Innenverteidiger-Routine. Ich meine, sie macht es. Lia Welti ist eine grossartige Fußballerin. Sie kann Innenverteidigerin spielen, aber sie hat keine Routine. Und du hast jetzt einfach andere Leute in der Nazi, und die jetzt nicht mehr gefahren sind, die mehr Innenverteidiger-Routine haben. Und da sind die ersten zwei, die man ansprechen muss, ganz klar Malin Gut und Cesca Gallo in dem Fall. Ah, und Luana Bühler, ganz klar. Ich
Ich bin trotzdem aber der Meinung, obwohl man erfahrene Spielerinnen hat auf dieser Position, wo die Position auch wirklich Tag in Tag aus auch so spielt, bin ich der Meinung, dass Frau Voss-Tecklenburg da nichts ändern wird. Auch auf den Aussenpositionen, Aussenverteidigungspositionen sowieso nicht. Das ist für mich eigentlich relativ klar, dass Noel Maritz und Anna-Maria Zonagorcevic werden spielen. Auch das stellen wir immer wieder in Frage, zumindest im Fall von Anna-Maria Zonagorcevic. Bei Anna-Maria Zonagorcevic ist noch speziell zu sagen, das wissen die Leute vielleicht nicht, in den USA wird nicht mehr gespielt. Also, seit dem letzten Nazi-Zusammenzug war Gold Cup, oder wie auch immer das bei den Frauen heisst in den USA. Wahrscheinlich auch Gold Cup, glaube ich. Und seither ist Spielbetrieb pausiert. Anna-Maria Zonagorcevic ist am Reisen. Darf sie gehen, ist super. Die Frage ist, wie viel schadet das einer Spielerin, dass sie jetzt über einen Monat nicht gespielt hat? Ja, man verliert natürlich irgendwo durch den Rhythmus. Sie wird sicher erholt sein, was körperlich anbelangt. Wird nicht so ausgelaugt sein von einer langen Saison, wie es jetzt andere vielleicht auch sind. Aber natürlich verliert man so das Gefühl fürs Spiel, oder? Wenn man einen Monat lang kein Spiel mehr bestritten hat, dann geht einem das ein bisschen abhanden. Das merkt man auch zum Beispiel in einer Vorbereitung, bevor man das Spiel anfängt zu spielen. Es ist dann immer ein bisschen hartig, weil man sich nicht mehr so an den Spielrhythmus gewöhnt ist, weil man sich nicht mehr so gewöhnt daran ist, zum 90 Minuten auf dem Platz zu stehen und die 90 Minuten die Intensität zu haben. Darum, ja, ist natürlich ein gewisses Risiko, wenn man sie aufstellt. Trotzdem bin ich mir sicher, Frau Voss-Tecklenburg wird sie aufstellen. Weil ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass sie mal nicht aufgestellt hat, wenn es um etwas gegangen ist und sie fit war. Darum bin ich davon überzeugt, dass sie wahrscheinlich, also ich bin überzeugt davon, dass sie spielen wird. Natürlich, eben meiner Meinung nach, birgt es ein gewisses Risiko, wo man das Team aussetzt. Aber gerade auch, weil Lara Dickermann wird ausfallen und somit auch eine Spielerin, die viel Erfahrung hat, die lange dabei ist, die abgeklärt ist, wird man auf eine Anna-Maria Zonagorcevic, die die Attribute auch mitbringt, die schon seit Jahren dabei ist und auf dem Niveau spielt, wird man auf die Attribute Bären wahrscheinlich nicht verzichten. Ja, vorne wird es schon ein bisschen schwieriger. Also wir nehmen auch ganz vorne vorne mit der Geraldine Reuteler, da sind wir uns einig. Das wird auch so bleiben, wie es ist. Und jetzt hast du noch 5 zu vergeben. Zuerst mal, was für eine Formation und welche 5? Vor allem die 1 ist jetzt ein grosses Fragezeichen. Ramona Bachmann, ich kann es immer noch nicht bestätigen irgendwo. Man braucht auch im Frauenfußball mehr Informationsorte, wo du kannst schauen kannst, wer ist gesperrt, wieso ist. Ja. Das gibt es auch nicht, aber Ramona Bachmann ist, soweit ich weiss, gesperrt in diesem Match in Holland. Wer tust du in diesen 5 Positionen verteilen? Das ist eine Kopfschmerzfrage. Ich meine, ich habe ein klares Bild. Ich habe das Gefühl, es wird Malin gut spielen. Würde Sinn machen, ja. Ja, muss auch. Andere Lösungen haben wir nicht. Außer Vanessa Bernauer, aber die kommt gerade von einer grossen Verletzung. Malin Gut wird spielen, Teig Bogun wird spielen. Ja. Aber da haben wir nur 2 von 5 Positionen ausgefüllt. Wer spielt für Lara Dickermann? Vom Talent her, von dem, was das Spiel braucht, ist das Rahel Job. Ja. Aber wir sind uns auch einig, eine 18-jährige Rahel Chapp, obwohl sie extrem erfahren ist, kannst du extrem verheizen und beschädigen an so einem Match. Wird dann dort ein Vanessa Bernauer spielen, wo aber im Spielsystem von der Schweiz nicht gemacht ist dafür, dass sie die ganz linke Flügel machen kann. Wird das ein Vanessa Bernauer sein? Was würdest du dort sehen? Bei dieser Position bin ich mir nicht sicher, was wird passieren. Das ist so für mich das grosse Fragezeichen. Weil es gibt verschiedene Optionen, wo man. Ich habe eine. Ja. Eine Vermutung. Geraldine hat gesagt nein. Und dann ist sie davon überlegt. Hat der Geraldine Reuteler am Mittwoch gesagt: Du spielst wahrscheinlich für die Lara, oder? Und sie so nein, und dann hat sie so überlegen, weil Flashback vor 5 Monaten ist das die Idee gewesen, dass Geraldine Reuteler für die Lara spielt
in der Halbposition, in der links der Raute. Das könnte ich mir vorstellen, dass sie zurück auf die Idee geht. Ich hoffe es nicht. Vor allem, weil Ramona Bachmann nicht oben ist und da brauchen wir davor noch mehr Schusskraft. Aber das wäre auch eine Option. Rahel Job, Geraldine Reuteler, Vanessa Bernauer oder jemand ganz anderes. Marilena Wittmer. Ja, gerade für den zentralen Aspekt oder auch für die Halbposition hat man mit der Marilena Wittmer auch, sage ich mal, eine ganz solide Option. Auch jemand, der schon Spielminuten können sammeln, der jetzt auch in einem sehr professionellen Umfeld ist seit dem Sommer in Frankfurt und wo sicher auch von dem sehr viel können profitieren. Ja, für mich ist immer noch eine Option, wenn man natürlich Geraldine auf die Seite Halbseite, wir wissen eh, dann hat man vorne in, wir sind in, ich bin immer noch, wäre immer noch Fan davon, zu einem Irina Brütsch bringen in so einem Spiel. Floriana Ismaili könnte auch über Russen kommen, weil sie das auch schon gespielt hat, ob jetzt über Russen oder zentral. Viola Caligaris ist sicher auch eine Option für hinter der Spitze, wo allenfalls auch könnte Ramona Bachmann in dieser Position ersetzen. Also ja, ich sage, bei diesen drei, vier Positionen, die hier noch zu vergeben sind, habe ich sehr viele Fragezeichen. Es gibt sehr viele Optionen. Denkst du, wir spielen mit der Raute? Raute 4-4-2. Es wäre komisch, wenn nicht, aber es wäre nicht das erste Mal, wo die Frau Voss-Tecklenburg uns überrascht. Das ist so. Ob positiv oder negativ. Das ist so. Ich gehe davon aus, dass man mit dem Spielsystem wird spielen wird. Weil es das ist, wo man mehrheitlich spielt, wo eingespielt ist, wo, ja, wenn man es wirklich als 4-4-2 nimmt oder als 4-4-2 spielt, dann ist es einigermaßen kompakt, auch über die Zeiten, weil man wirklich eine Flügelspielerin und eine Außenverteidigerin hat, was, ja, was gegen Holland sicher nicht schlecht ist, wenn man über die Zeiten allenfalls kann doppeln kann oder wenn man sicher zum zweiten, zum dritten kann Zugriff haben auf die Bahnen aussen. Ich gehe mal davon aus, dass es 4-4-2 wird in dieser Rautenformation. Aber wie gesagt. Es ist eine anstrengende Sache. Ich meine, sonst ist der Job nicht so, einfach, nicht so schwierig für uns. Wir wissen, wer sind die eingespielten Leute. Wer geht dann? Aber es fehlen jetzt zwei extrem wichtige Sachen. Leute, ich glaube, wichtig, was man sowieso muss sagen, ist, niemand ist ein Lara Dickermann. Ja. Lara Dickermann ist eine Ausnahmespielerin. Sie hat alles, was es braucht, um in so viele Positionen und etwas zu können. Aber gerade in dieser zentralen Mittelfeldposition. Sie hat den Antritt, sie hat das Ball transportieren, was es braucht. Sie hat den Distanzschuss, sie hat den Willen, in den Strafraum zu gehen. Sie kann das Spiel lesen, die Übersicht. Und eben vom Typ her und auch von der Herkunft, auch eine Innerschweizerin, ist das Rahel Job. Aber es ist schwierig, Rahel Job hat noch nie gespielt für die Schweiz. Und dann gerade in so einem wichtigen Match, aber so werden die Helden geboren, oder? Es ist für mich sehr spannend zu sehen. Ich hätte auch nichts gegen einen Doppel-6 gegen Holland. Wo Malin Gut und Vanessa Bernauer spielen. Vor allem, weil ich Vanessa Bernauer halt immer sage, sie ist die Spielerin in der Schweizer Nazi, die am besten den Ball transportieren kann. Nebst der Ramona Bachmann, aber Ramona Bachmann transportiert ihn auf eine andere Art, zog zum Goal, verhaspelt sich und transportiert ihn für sich. Während Vanessa Bernauer eine intelligente Art von Transport, nicht dass es andere blöd war, aber es ist eine andere Art von Transport, sie transportiert den Ball, um ihn irgendwo in eine bessere Position bringen, um ihn zu spielen. Und das wäre sehr gut, auch wenn dort Vanessa Bernauer, wo dann, wenn ich mich nicht irre, die älteste Spielerin ist im Team, jetzt, wo Lara Dickmann verletzt ausfällt, wenn die auch dort kann, ihre Leaderfunktionen übernehmen. Es wäre auch super, von meiner Meinung nach, wenn Lia Welti neben der Malin gut spielt. Absolut. Und Jessica Kahlo neben der Rahel Kivic spielt. Ich persönlich kenne Jessica Kahlo gar nicht. Ich weiß nicht, wie sie shootet. Aber ich nehme auch gut, wenn sie bei Werder Bremen eine Stammposition hat. Ja, es wäre sicher auch eine Option. Wie gesagt, ich glaube, gerade vielleicht auch in so einem Match, wo eine Lara Dickermann fällt, wo ganz viel Erfahrung fällt, wo aber auch Ramona Bachmann fällt, mit einer gewissen Kreativität im Offensivbereich. Wäre es meiner Meinung nach wichtig, wenn man in der Welt ihre angestammte Position
setzen, wo sie sicher auch mehr Einfluss kann nehmen kann aufs Spiel lenken, auf die Leaderposition, die sie auch übernehmen kann. Sie war langjährige Captain bei Turbine Potsdam. Sie hat eigentlich in den Mannschaften, wo sie ist, hat sie immer eine gewisse Art von Leaderposition, auch in der Schweizer Nazi. Und gerade darum wäre es wahrscheinlich auch in so einem Spiel wie jetzt wichtig, wo so gewisse Stützen fehlen, dass sie in dieser Position auflaufen kann, wo sie auch wirklich eine Leaderin sein kann. Und ich bin immer noch der Meinung, sie ist eine solide Innenverteidigerin, sie kann diesen Job machen. Sie ist jemand, der ein Spielverständnis hat, wo eigentlich die Attribute schon mitbringt, die es braucht. Aber sie kann mehr wie da und sie kann dem Team auch auf einer anderen Position mehr helfen wie als Innenverteidigerin. Und gerade auch, weil man Leute dabei hat, wie Francesca Gallo zum Beispiel, die effektiv Innenverteidiger sind und auch auf dieser Position sehr stabil, sage ich jetzt einmal, und wo diesen Job auch so könnten machen könnten. Mhm. Ja, es wäre natürlich eine Überraschung, wäre super, wenn Lia nicht in der Innenverteidigung spielt. Ich denke auch, Lia wird Captain sein von diesem Team. Gar nicht, aber schwer davon aus, ja. Auch wenn dann Maria Crnogorčević am meisten Länderspiel hat, aber der Schweizer Nazi gab man ja eigentlich nicht von Länderspielen. Oder mal schon, auch ein bisschen. Normalerweise ist ja der mit dem meisten Länderspiel der Captain, aber es ist ja in der Schweiz nicht immer der Fall, wir haben ja so ein bisschen das Problem kann letzten Sommer mit den Captains binden, wer bekommt sie, wer wie. Aber ich denke, Lia wird Captain sein und hoffentlich im Mittelfeld, aber eben wahrscheinlich in der Innenverteidigung. Vorher viele Fragezeichen. Ist Alicia Lehmann so weit? Glaube ich nicht. Sie wird wahrscheinlich spielen für Ramona Bachmann. Sie ist die Charakteristiken hat, die am ehesten denen noch kommen. Ja, natürlich. Das bestritte ich gar nicht. Ich bin einfach immer noch davon überzeugt, dass Alicia Lehmann sich auf einem guten Weg befindet und dass sie aber im Moment an dem Punkt, wo sie jetzt steht, immer noch Jokerspielerin ist. Und dass sie genau auch dort ihre Stärken ausspielen kann und dass sie auch in dieser Funktion dieser Mannschaft am meisten bringt auf den Platz. Mhm. Für mich ist Alicia Lehmann noch nicht an dem Punkt in einer Nationalmannschaft, wo sie über 90 Minuten gehen kann und über 90 Minuten ihre positiven Attribute ausspielen kann. Und darum bin ich der Meinung, genau. Ich hoffe, bis jetzt Alicia Lehmann nicht so ein, sondern lässt sie genau in der Rolle, die sie bis jetzt zuteil hat, als Ergänzungsspielerin, wo dann eben auch die Input setzen kann, um einen Match noch zu entscheiden. Und das wäre eben meiner Meinung nach wichtig, wie gegen Belgien im Hinspiel, dass man sie so einsetzt, weil sie hat noch einen Weg vor sich und muss noch gewisse Schritte gehen und die wird sie sicher auch machen können. Mhm. Ich bin aber immer noch der Meinung, es gibt bessere Lösungen. Es ist lustig, dass du das sagst. Ich habe gestern zufälligerweise morgen sind wir Champions noch mal geschaut und da hat Marisa Wunderlin das auch gesagt, dass weil ich schon einmal eine Saison in der Schweiz gut da hat, bin ich auch der Meinung. Vor allem was Abschlussstärke anbelangt. Vor allem was, ich komme wieder mit dem Wort Spielintelligenz anbelangt, gewisses Kräftemanagement. Wenn du so schnell bist, wenn du so kannst gehen, musst du lernen, im richtigen Moment zu gehen, richtig effizient sein. Sagen wir eben, ein Ronaldo 18 bei Manchester United und ein Ronaldo 31 bei Madrid, wenn er 3 Champions Leagues gewinnt. Das ist halt 5 Übersteiger weniger. Das ist viel direkterer Fußball. Und das muss Alicia noch lernen. Nicht, dass es keinen Platz hat für Dribbling, für viel Antritt. Aber du musst direkter werden, musst abgeklärter werden. Ja, definitiv. Und Dittur, eigentlich am ehesten der Ramona Bachmann am ähnlichsten sieht eigentlich Tiara Buser aus. Meiner Meinung nach jetzt bei Basel. Die Leute fragen sich sicher, warum ich immer so junge Spielerinnen erwähne und wieder erwähne und sagen, wie toll sie sind. Das ist vielleicht Potenzial gesehen und Sachen, die uns fehlen, zum Beispiel eben ein Thais Hurni ist sehr toll, weil wir haben keine Außenverteidigerin, beziehungsweise keine rechte Außenverteidigerin. Rachel Rinas könnte das spielen, aber Frau Vos-Tecklenburg denkt das nicht. Die Nomi Megro
meiner Meinung nach auch noch nicht so weit. Spielt bei Zürich im Moment gut, aber irgendwie zum Teil abgeschaltet vom Spiel, losgelöst. Das hat gute Seiten, aber auch schlechte Seiten. Als Außenverteidigerin in der Nazi bei wichtigen Matchen ist das eine schwierige Sache, muss abgeklärt sein. Auch eine junge Spielerin kommt noch. Thais Hurni hat dort etwas mehr, habe ich das Gefühl, von der Abgeklärtheit, von dieser Spielphilosophie, dass sie weiss, wen kann ich gehen, wen muss ich bleiben. Das sieht man auch gegen Luzern. Sie wirft den Ball auf der Linie aus. Das klare 1-mal für Luzern in der 9. Minute. Und nachher schießt sie das Goal in der 20. Weil sie genau beides kann. Get you a fullback that can do both. auf jeden Fall ist eben die Frage, wie spielen wir dort? Floriana Ismaili bringt mehr Qualität mit dem Ball am Fuß, mehr den letzten Pass. Ist das eine Option? Spielt sie hinter oder vor der Geraldine? Das sind alles so Fragen, die wir uns stellen müssen, die die Frau von Stecklenburg sich stellen muss. Sie muss sich auch die Frage stellen, wenn meine wichtigste Stürmerin an und für sich weg ist, nehme ich Anna Maria für, macht sie nicht, aber das ist vielleicht auch eine Überlegung. Ja, es ist sicher keine einfache Ausgangslage, auch gerade für den Staff, um das Spiel zu planen. Es gibt Optionen. Das Schöne an dem Ganzen ist ja, an dieser Ausgangslage ist auch, dass es Optionen gibt. Und dass wir nicht an einem Punkt sind, wo wir sagen, es fehlen zwei Spielerinnen. Wir haben keine Ahnung, was wir jetzt machen. Es gibt verschiedene mögliche Szenarien, wie man das kompensieren kann, wie man umstellen kann, wie man anders aufstellen kann. Man kann sagen, wir kompensieren nicht 1-1, sondern wir versuchen dann halt einfach ein anderes Spielsystem. Wir versuchen die Spielerinnen in anderen Positionen, dass es eine andere Spielausrichtung gibt. Und das ist das Schöne, dass man sieht, es gibt Optionen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, es gibt aber auch verschiedene Personalien, die man bringen kann, dass man da natürlich hat man zwei Spielerinnen, die, wenn sie fit sind, ganz klar gesetzt sind. Die Frage ist auch, wie lange sind denn die noch dabei? Weil es sind beide Spielerinnen, die schon länger dabei sind. Gut, Ramona Bachmann ist 28. Ja. Tendenziell aber ja. Ich sage so grundsätzlich. Aber das Schöne an dem Ganzen ist eigentlich, dass man eine gewisse Bandbreite hat an Möglichkeiten, wie man auch in Zukunft dann auch auftreten kann. Weil das sind natürlich jetzt nicht nur für die Spiele, jetzt, wo jetzt kommen, die Optionen, sondern eben auch im Hinblick auf nachher, auf später, jetzt vielleicht noch nicht gerade für eine WM, wenn man sich dann qualifizieren will, aber allenfalls schon für eine nächste EM, sind das dann allenfalls genau die Leute, wo man dann als Stamm drauf baut. Das ist schon so. Und vielleicht wirkt das auch befreiend. Ja. Ich meine, wir sagen das immer wieder, und das ist nichts gegen Ramona Bachmann, aber sie ist eine Kopfschmerzspielerin. Du weißt, wenn du Ramona aufstellst, musst du auch in Kauf nehmen, dass du taktisch zeitweise das Zehnte spielst, weil sie sich wegbewegt vom Spiel. Das ist aber auch die Idee. Ja. Das kann sie und das soll sie auch können. Und vielleicht ist das ja genau jetzt eine Chance, anders zu spielen, oder? Absolut. Und dann ich bin sowieso der Meinung, dass man das Ganze, natürlich ist es schade und natürlich ist es ein gewisses, mit Opfern ein gewisses Defizit aus, aber ich bin eigentlich davon überzeugt, dass wenn man so eine Situation als Chance erachtet und als etwas Positives, dass man neue Inputs bringen kann und dass man auch den Gegner überraschen kann, weil hätte man die Sperrung, vermutlich Sperrung von Ramona Bachmann und die Verletzung von Lara Dickmann nicht, hätte der Gegner sich ganz klar darauf einstellen können, wie wird die Schweiz spielen, mit welchen Personalien werden sie auftreten, wie spielen die Leute. Es gibt auch von der Ramona wie auch von der Lara viel Videomaterial und so weiter. Und jetzt stellt man so natürlich auch den Gegner vor eine Aufgabe, die genauso schwierig ist wie jetzt für dich und für mich da, zum antizipieren, okay, wie die Schweiz denn uns gegenüber? Ja. Mit was für einem Spielsystem werden sie spielen? Und das kann natürlich, gerade in so einer Playoff-Runde, wo es in zwei Spielen um alles geht, kann das ein extremer Vorteil sein. Ja, in dieser Hinsicht wäre es genial, mit Rahel Job und Irina Brütsch zu spielen. Oder? Zwei Spielerinnen, die die Holländerinnen gar nicht können. Und ja, es ist... Man hat fast schon schlaflose Nacht, wenn man an die Match denkt.
Vor allem, weil es ist vieles nicht so, wie man es erwartet hat. Für mich ist nach wie vor das Kader eine Offenbarung, weil ein Jana Brunner, der an der EM noch gespielt hat, 2 von 3 Matches, glaube ich, oder 3 Matches sogar, ist nicht dabei. Ein Cinzia Zender, der gesetzt war die letzten Jahre, der einzigartige Qualitäten hat. Und vor allem physische Attribute auch einzigartige. Athletik, die sie hat, die man da nicht unterschätzen darf, die man auf Distanz schon sieht, die kommt nicht mit. Wir hatten die Chance gehabt, Kumba So zu sehen. Die ist jetzt auf Piquet. Das, oder? Und die Leslie Ramseyer, die schon mehrfach dabei war, kommt nicht mit. Und da fragen wir uns halt schon, was wird aus dem Spiel? Und das Gute ist, wir wissen es in 4 Tagen. Genau. Und für das Rückspiel werden wir dann auch vor Ort sein. Ich hoffe, ihr alle auch. Es ist wichtig, dass wir den Lipo Park in Schaffhausen füllen. Und zwar wirklich alle zusammen. Nehmt das in Kauf, nehmt den Nachmittag frei oder den nächsten Morgen. Je nachdem, Schaffhausen ist ein schönes Städtchen. Kann man spazieren und den nächsten Morgen ist sehr schön am Rheinfall. Genießt die Chance, den Moment und können die Schweiz unterstützen. Das ist sehr wichtig, dass wir dort dabei sind. Und zwar auf beiden Seiten. Wenn es wirklich darum wird, die Qualifikation und das Ticket für die WM abzuschließen, ist es wichtig, dass wir dabei sind, dass wir das Team unterstützen können. Die bringen. Aber selbst wenn wir das verlieren, was eine Option ist, 50-50 mindestens. Ich würde sogar sagen, eher 55-45 für Holland, wo ja doch Europameister ist. Dann ist es wichtig, dass wir dort sind. Der Generation von Spielerinnen sagen, hey, es ist okay. Es ist gut, wir sind mit euch und wir wollen euch ins nächste Level bringen. Vor allem die jungen Spielerinnen, dass die wissen, da sind wir daheim bei dem Publikum. Das gehört. Wir gehören zu denen, sie gehören zu uns. Und das ist wichtig, dass wir dort wirklich auch vollzählig in Schaffhausen werden sein. Ich sage es jedem, wo ich kann. Denke, bei dir ist es ähnlich. Und ja, es sind wirklich viele Fragen offen. Oder? Und das ist für mich als Kommentator nie so cool, weil ich kann gerne schon antworten. Ich weiss gerne, wie das Spiel wird laufen. Und sagen wir, zu 75% der Mal bin ich nicht überrascht, wie das Spiel ausgeht. Und hoffentlich kommen jetzt die 25% auf die Seite von der Schweiz, wo wir überrascht sind. Ja, ich glaube, wir haben jetzt Willi doch geschnarrt und vieles besprochen, was auch wichtig ist zu besprechen. Ich weiss gar nicht, wie wir das nächste Woche werden handhaben, ob wir gleich noch am Montag etwas machen und dann am Dienstag am Match oder erst am Dienstag kurz etwas aufnehmen, müssen wir noch untereinander besprechen. Ja. Schauen wir auch, wie die Zeit bei uns aussieht. Also, wir haben ja auch ein Leben nach dem Ganzen. Alia, ich danke dir vielmals. Danke dir, André. Für deine Zeit. Ich danke euch. Hoffentlich eben, sind ihr jetzt unsere neuesten Abonnenten auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter. Aber ganz wichtig, vor allem auf Spotify, auf Soundcloud und auf YouTube. Auf Abo klicken und natürlich teilen. Nicht das riesige Video jetzt, die Stunden müsst ihr nicht unbedingt teilen, aber jedes Interview, das wir machen, weil wenn die tiefe Klicks haben, dann entscheiden wir irgendeiner, dass wir keine mehr machen. Vielleicht wollt ihr ja gar keine Interviews hören. Wenn ihr nicht den Content von uns bekommt, den ihr wollt, und es nicht gerade Match-Zusammenfassungen sind, die ich rechtlich euch nicht bringen darf, dann schreibt das in die Comments. Wir sind offen, wir passen uns an. Content ist einfach wichtig, dass wir wissen, ob ihr interessiert sind und dass wir sehen, dass ihr auch mitmacht, dass wir noch mehr Grund haben, Ressourcen das zu investieren und Zeit. Und ja, ich denke, es ist gut und bis hoffentlich zu Schaffhausen. Bis dann, tschüss zusammen.